Das Wort hat als erster Redner. Ja, und hier geht es gerade in diesen Minuten los mit dem Einzelplan 09 Wirtschaft und Energie. Und der Wirtschaftsminister Peter Altmaier wurde gerade aufgerufen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss auf der Rücknahme des Doktors bestehen, sonst habe ich morgen früh in der Presselage die allergrößten Probleme. Und das Zweite ist, ich möchte mich bei den Berichterstattern, bei den Fraktionssprechern für Wirtschaft ganz herzlich bedanken von allen Parteien, stellvertretend natürlich meinen eigenen Carsten Linnemann und Joachim Pfeiffer und Andreas Mattfeld. Ich habe sehr viel Unterstützung gehabt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, und das hat die Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser unvorhergesehenen und in dieser Form nicht gekannten Krise sehr unterstützt. Unsere Volkswirtschaft, meine Damen und Herren, wird in diesem Jahr weniger stark schrumpfen als befürchtet. Der Aufschwung hat schneller eingesetzt als erhofft. Die Arbeitslosigkeit ist im letzten Monat um 100.000 zurückgegangen im Vergleich zum August. Viele Unternehmen schöpfen neuen Mut. Der IFO-Index ist zum fünften Mal in Folge gestiegen. Wir sind besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen um uns herum. Und das verdanken wir Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Hunderttausenden von mittelständischen und kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir verdanken es einem großartigen Land und seiner Bevölkerung. Und dennoch, in die Freude und in die Zuversicht mischt sich auch Bedrückung. Bedrückung darüber, dass die Zahl der Infektionen wieder steigt, dass mancherorts die Nachverfolgbarkeit gefährdet scheint, dass wir Hotspots haben, dass die Zahl der weißen Flecken, wo es keine Neuinfektionen gibt, auf den Landkarten verschwunden sind. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir alles daran tun, dass dieser neue Trend, diese neue Welle gebrochen werden kann. Und umso skandalöser ist die zynische Menschenverachtung, mit der eine Fraktion auf der rechten Seite dieses Hauses seit Wochen und Monaten die Risiken und die Gefährdungen der Pandemie verharmlost und herunterspielt. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD, Sie gefährden nicht nur die Gesundheit und die Existenz von Millionen von Menschen, Sie gefährden auch die Existenz von vielen Mittelständlern, von kleinen Handwerkern, von Selbstständigen, die für ihren Erfolg darauf angewiesen sind, dass wir diese Pandemie bekämpfen, dass wir die Zahl der Infektionen im Griff behalten. Und deshalb ist meine herzliche Bitte an Sie, beenden Sie dieses unpatriotische und unverantwortliche Verhalten und reihen Sie sich ein in den Konsens der demokratischen Parteien hier in diesem Haus. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Ja. Das Wort. Herr Minister, ich habe eine Frage. Wir sind doch alle besorgt um die Krankheit, um die Gefahren, die damit zusammenhängen. Aber am 23.03., als beschlossen worden ist, den Lockdown durchzuführen, der am 25.03. dann erfolgt ist, da war die Zahl R unter 1. Das heißt, nach den Kriterien der Regierung selbst war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr erforderlich, einen Lockdown aufzustellen. Das Problem dabei ist doch, die Folgen, die daraus sind, sind so schwer, dass man doch das nicht einfach wegwischen kann. Wir haben immer gesagt, wir wollen kritisch die Sache begleiten. Wir haben immer gesagt, wir wollen die dauernde Überprüfung des Lockdowns. Das ist leider nicht geschehen. Aber die Folgen sind sehr schwer, wie wir alle jetzt wissen und erfahren müssen. Herr Abgeordneter, Sie haben ja damals schon gegen diese Maßnahmen gesprochen. Sie haben seither gegen alle Maßnahmen der Bundesregierung gesprochen. Wir haben damals nicht auf Sie gehört. Wir hören jetzt nicht auf Sie. Und das Ergebnis ist, wir sind mit der ersten Infektionswelle besser und schneller zurechtgekommen als fast alle anderen Länder in Europa. Der Wirtschaftsaufschwung hat schneller wieder eingesetzt. Der Abschwung war nicht so stark. Und zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind mit dieser Politik der Bundesregierung und der übergroßen Mehrheit im Parlament einverstanden.
verstanden. Das ist das, was für mich zählt und nicht Ihre Krittelei und Rechthaberei um jeden Preis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil ich als Wirtschaftsminister weiß, wie viele Selbstständige, Handwerker, Freiberufler und andere sich angesichts der steigenden Zahlen, der wieder steigenden Zahlen fragen, was das für ihre Anstrengungen bedeutet, für ihren Wiederaufschwung. Sie haben zum Teil viel privates Geld in die Hand genommen, um ihr Unternehmen, um ihr Geschäft über die schwierigen Zeiten zu bringen. Die staatliche Hilfe hat geholfen, natürlich, aber es wäre ohne die eigenen Anstrengungen der Betroffenen niemals möglich gewesen. Und deshalb möchte ich hier als Minister in aller Deutlichkeit sagen, Sie haben unsere Garantie, dass wir alles tun werden, damit der Aufschwung auch in den nächsten Monaten weitergeht. Wir werden alles tun, um erneute Schließungen und Einschränkungen bei Geschäften, bei Unternehmen, bei Fabriken zu verhindern, weil wir überzeugt sind, dass dort nicht der Grund ist für das Wiederansteigen der Infektionen, sondern in vielen Fällen im privaten Bereich, bei Feiern und bei ähnlichen Vorgängen. Und deshalb werden wir uns darauf konzentrieren und sicherstellen, dass Sie Ihre wichtige Arbeit für dieses Land ungestört fortsetzen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war natürlich auch wichtig, dass der Staat geholfen hat. Wir haben mit mehreren 100 Milliarden €, die Sie als Parlament beschlossen haben in 2 Nachtragshaushalten, jetzt in diesem Haushalt, dafür gesorgt, dass Soforthilfen, Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, Kredite der KfW, Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das Konjunkturprogramm notwendig möglich geworden sind. Und es wird dann in der Diskussion, ich warte ja nur darauf, bis der geschätzte Kollege Huben das Wort ergreift, dann immer wieder mit tragender und bebender Stimme gesagt, aber die Marktwirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als jemand, der sein Leben lang für die soziale Marktwirtschaft eingetreten ist, kann ich Ihnen nur sagen, die soziale Marktwirtschaft ist in dieser Pandemie nicht gefährdet worden durch das Handeln der Bundesregierung. Sie ist gefährdet worden durch ein Virus, was große Teile der Regeln der sozialen Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt hat. Die Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn es Millionen, Hunderttausende von Unternehmerinnen und Unternehmern gibt, die sich jeden Tag dem Wettbewerb stellen, die sich dafür einsetzen, besser zu sein als andere, die sich dafür einsetzen, ihr Ergebnis zu steigern, neue Mitarbeiter einzustellen. Aber wenn es keinen Wettbewerb gibt, weil es keine Umsätze gibt, weil die Geschäfte geschlossen sind, dann können auch die Regeln der Marktwirtschaft in diesen Fällen nicht wirken. Und deshalb, meine Damen und Herren, ja, wir haben uns mit unseren Hilfen auch dafür eingesetzt, dass wir wirtschaftlich auf die Beine kommen, aber wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Marktwirtschaft wieder greifen kann. Wir haben uns dafür eingesetzt, unseren Mittelstand und unsere Mittelschicht zu erhalten, zu verhindern, dass sie in die Knie gehen und am Ende ein anderes Land dasteht. Wir haben dafür gekämpft, die kulturelle Identität unseres Landes zu erhalten. Dazu gehören eben nicht nur die großen Supermärkte und nicht nur die großen Fastfoodketten. Dazu gehören die Eckkneipen, die Schuhgeschäfte, die Blumenläden, vieles andere mehr, die Currywurstbuden. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir Wirtschaftspolitik in diesem umfassenden Sinne begreifen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Zukunftsaufgaben nicht vernachlässigt. 30 Milliarden setzen wir ein, um unsere Industrie zu unterstützen bei den notwendigen Transformationen. Gerade auch Automobilindustrie und Zulieferer. Wir setzen Geld ein, um die Digitalisierung voranzubringen. Wir setzen Geld ein, um die Energiewende zu stabilisieren. Und selbstverständlich, wir beschäftigen uns eben auch mit der Frage, wie Klimaschutz unter den Bedingungen der Pandemie gelingen kann. Und ich bedanke mich bei allen, die deutlich gemacht haben, und das war jedenfalls bei allen Fraktionen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der Fall, dass bei allen großen Herausforderungen des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs, der Bekämpfung der Pandemie, eines klar sein muss. Wir fühlen uns an die gemeinsamen Ziele im Klimaschutz gebunden. Wir werden es nicht unterbrechen und wir werden es nicht relativieren. Diese Botschaft möchte ich heute gerne noch einmal unterstreichen. Wir wollen, dass wir in einem globalen Wettbewerb als deutsche Volkswirtschaft auch zukünftig erfolgreich sind. Wir wollen, dass auch künftig die besten Autos in Deutschland gebaut werden. Wir wollen, dass in Zukunft der beste Stahl in Deutschland produziert wird.
Aber wir wollen zeigen, dass dies nicht zulasten des Klimas und der Umwelt gehen kann, dass es möglich sein wird, klimaneutralen Stahl zu produzieren, dass es möglich sein wird, klimaneutrale individuelle Mobilität zu organisieren, dass es möglich sein wird, zivile Luftfahrt klimaneutral zu organisieren, dass es möglich sein wird, unser Lebensmodell, auf das so viele Menschen stolz sind und das dazu beigetragen hat, dass sie die Demokratie als etwas Erfolgreiches empfinden und erfahren, dass dieses Lebensmodell auch in der Zukunft fortbestehen kann. Ich habe vor einigen Wochen einen Vorschlag auf den Tisch gelegt und ich werde dazu in den nächsten Wochen Gespräche führen mit vielen von Ihnen hier in diesem Hohen Haus, ob wir es schaffen können, noch vor der nächsten Bundestagswahl einen großen fraktionsübergreifenden Konsens zustande zu bringen, wo wir deutlich machen, dass der Klimaschutz für uns einen Vorrang hat und eine Priorität. Aber das wird nur gelingen, wenn wir Klimaschutz nicht gegen Wirtschaft ausspielen, wenn wir Arbeitsplätze nicht für schlecht erklären, nur weil die Industrien, um die es geht, vielleicht CO2-intensiver sind als andere. Stahl wird auch in den nächsten 50 Jahren gebraucht. Und wenn er nicht in Deutschland produziert wird oder in Frankreich, dann eben in anderen Ländern, in anderen Kontinenten mit erheblich mehr CO2-Emissionen, als dies heute in Deutschland schon der Fall ist. Und deshalb wünsche ich mir einen historischen Kompromiss. Es geht nicht um Klimaschutz oder Wirtschaft und Industrie. Es geht um Klimaschutz und Wirtschaft und Industrie. Es geht um Umwelt und Wohlstand. Und für diesen Kompromiss müssen wir bereit sein, über unsere Schatten zu springen. Und dann werden wir auch die Gewissheit haben, wie der Transformationsprozess gestaltet werden kann. Das wird eine wichtige Botschaft sein an die Menschen, die sich fragen, ob sie auch in 30 Jahren noch über gute Umwelt- und Lebensumstände verfügen. Es wird aber auch eine klare Botschaft sein an Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass Deutschland auch unter den Voraussetzungen von Klimaneutralität spätestens im Jahre 2050 ein lebenswertes, ein leistungsfähiges und ein wohlhabendes Land bleiben kann. Dafür lohnt sich jeder Einsatz. Vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und ich möchte Ihnen noch nachtragen, hier gab es ja einige Punkte ohne Debatte. Und in diesen haben die Abgeordneten ohne Gegenstimme sich dafür entschieden, nun tatsächlich einen Untersuchungsausschuss einzusetzen wegen des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, um da zu schauen, auch welche Rolle da die Politik gespielt hat. Der dritte in dieser Legislaturperiode schon. Volker Münz spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Jetzt aber alles mit Corona zu begründen, geht an der Wahrheit vorbei. Wahr ist, dass die Regierung mit ihren Lockdown-Maßnahmen, die das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft erheblich eingeschränkt haben, einen großen Teil des Wirtschaftseinbruchs verursacht hat, meine Damen und Herren. Aus unserer Sicht sind und waren die Maßnahmen unverhältnismäßig. Und auf die Verhältnismäßigkeit kommt es an. Unzulässig ist es abermals die Aussetzung der Schuldenbremse mit der Feststellung einer Notsituation nach Artikel 115 Grundgesetz aufgrund einer Corona-Pandemie zu begründen. Dem werden wir nicht zustimmen, denn zu keiner Zeit war und ist das Gesundheitssystem in Gefahr, meine Damen und Herren. Im nächsten Jahr sollen nochmals 96 Milliarden Euro Neuverschuldung aufgenommen werden, nach 218 Milliarden Euro in den Nachtragshaushalten für das laufende Jahr. Damit werden bei Ausgaben und Verschuldung alle Schleusen geöffnet, als ob es kein Morgen gäbe. Die immense Neuverschuldung des Bundes bürdet den Bürgern große Lasten auf, die unsere Kinder noch werden abtragen müssen. Steuererhöhungen werden die zwangsläufige Folge dafür sein. Und das, obwohl Deutschland schon jetzt Weltmeister bei der Steuer- und Abgabenbelastung der Bürger ist. Die Wirtschaftskrise hat schon vor Corona begonnen. Schon im letzten Jahr begann der Abschwung, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Wir befinden uns nämlich mitten in einer Strukturkrise.
Und diese ist zum großen Teil durch eine falsche Wirtschafts- und Energiepolitik dieser Regierung verursacht, meine Damen und Herren. Stark belastet wird die Automobil- und Zulieferindustrie. Die mit dem von der Regierung forcierten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor in die Enge getrieben wird. Neuerdings auch durch den Ministerpräsidenten Bayerns, eines bedeutenden Autoproduktionslandes, der die Zulassung von Benzin- und Dieselautos ab 2035 verbieten will. Die Herstellung von Elektroautos und die riesigen Arbeitsplatzverluste wird die riesigen Arbeitsplatzverluste nicht kompensieren können. Synthetische Kraftstoffe und Wasserstoffautos sind für den Pkw-Massenmarkt nicht geeignet, wie Fachleute bestätigen. Daran wird auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung nichts ändern, für die im nächsten Jahr 2 Milliarden Euro geplant sind, davon 1,7 Milliarden Euro im Energie- und Klimafonds. Wie die Bundesregierung den Ausstieg aus der Kernenergie, den Ausstieg aus der Kohleverstromung und gleichzeitig die Umstellung des gesamten Verkehrs auf strombetriebene Fahrzeuge bewerkstelligen will, ist bis heute nicht einmal annähernd überzeugend geklärt worden, meine Damen und Herren. Die Versorgungssicherheit ist nicht gegeben. Das Ausland lacht über uns. Das Wall Street Journal hat getitelt: Deutschland hat die dümmste Energiepolitik, meine Damen und Herren. Leider haben wir die dümmste, stärkste Opposition. Die Bundesregierung fährt die Automobilindustrie, die Wirtschaft insgesamt und die Energieversorgung an die Wand. Mit den Corona-Maßnahmen hat sie dazu den Turbo eingeschaltet. Anstatt zu verhindern, dass die Automobilindustrie sowie die Stromversorgung einer verblendeten Klimahysterie geopfert werden, stimmt der Herr Wirtschaftsminister in den Chor derjenigen ein, die unseren Wohlstand aufs Spiel setzen. Sie, Herr Minister, wollen die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft unumkehrbar machen, so haben Sie verlauten lassen. Unumkehrbarkeit beraubt künftige Generationen der Möglichkeit, ihre Lebensbedingungen selbst zu gestalten. So dürfen demokratische Regierungen nicht handeln, meine Damen und Herren. Das hat auch mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist Planwirtschaft. Mit Ludwig Erhard rufe ich Ihnen zu: Halten Sie Maß! Beenden Sie die Maßlosigkeit bei Verboten und Gängelung der Bürger und Unternehmen! Geben Sie dem Markt, dem Wettbewerb und der Freiheit der Bürger und Unternehmen wieder Raum! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Volker Münz von der AfD-Fraktion. Der nächste Redner in der Debatte über den Haushalt des Wirtschafts- und Energieministers ist Johann Saathoff. Er sitzt für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und sobald das Pult desinfiziert ist, kann er hier das Wort ergreifen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gute Botschaft des Haushaltes vielleicht vorweg: Wir wollen in Deutschland investieren. Und im vorliegenden Regierungsentwurf investieren wir in Deutschland und für Deutschland über 55 Milliarden Euro. Und das ist die gute Botschaft dieses Haushaltes. Und wir lassen uns das auch nicht schlechtreden. Wir lassen uns das nicht schlechtreden, denn das sind über 130% gegenüber dem Niveau der Vor-Corona-Krise. Und das ist gut so und auch dringend nötig. Wir wollen das Land eben nicht kaputt sparen, wie der ein oder andere das avisiert. Und wir wollen sehen, dass wir nicht die Infrastruktur vernachlässigen, sondern wir wollen das Land modernisieren und wir wollen es fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Ich will ein paar Beispiele nennen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftssektor. Ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt aus meiner Sicht ist der Bereich der Zukunftstechnologie Luft- und Raumfahrt. Aufgrund der Beschlüsse der ESA-Ministerratskonferenz von 2019 wurden die Ausgaben für die deutsche Beteiligung deutlich angehoben. Damit sitzt Deutschland im Fahrersitz der Luft- und Raumfahrt auf europäischer Ebene. Und nebenbei sind viele Hochtechnologie-Arbeitsplätze in Deutschland gesichert und werden neu aufgebaut. Darauf können wir stolz sein, denn ohne Deutschland und ohne Bremen, sei an dieser Stelle mal bescheiden hinzugefügt, wären geplante Mondmissionen und andere Luft- und Raumfahrttechnische Missionen nicht machbar. Darauf können wir stolz sein. Und
Und wir kümmern uns um die in Deutschland so wichtige Automobilindustrie, die vor enormen Transformationen steht, wie es sie bisher in diesem Bereich noch nicht gegeben hat. Der Antrieb wird in kurzer Zeit vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor umgestellt werden. Es gibt nur noch ganz rechts ein paar Zweifler. Ansonsten haben das alle in der Gesellschaft erkannt. Die Digitalisierung wird die Automobilwelt gleichzeitig massiv verändern. Und mit diesem Haushalt werden wir dafür sorgen, dass notwendige Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und, ich betone ausdrücklich, und der Zulieferer erfolgen können. Das ist ein wichtiges Signal an die vielen tausend Beschäftigten in Deutschland, die unmittelbar an der Automobilindustrie hängen. Wir lassen sie nicht allein, wir lassen sie nicht im Stich, sondern wir stehen mit den Gewerkschaften an ihrer Seite und kämpfen für ihre Arbeitsplätze. Auch ein wichtiges Signal für Ostfriesland ist das, wo gerade ein VW-Werk auf reine Elektroproduktion umgestellt wird und zukunftsfähig das Werk ausgerüstet wird. Das Stichwort ist grüne Automobilproduktion, denn wir werden in Zukunft darauf achten, dass nicht nur der Verbrauchswert eines Autos eine Rolle spielt, sondern auch der CO2-Wert, der quasi schon vom Band läuft. Also mit wie viel CO2-Emissionen ist ein Auto eigentlich produziert worden? Und da gibt es gute Ansätze aus Ostfriesland für den Rest Deutschlands. Der Bund sollte an anderer Stelle genauso entschieden auftreten. Im Konjunkturprogramm wurde vereinbart, die Schifffahrt mit 1 Milliarde Euro zu unterstützen. Wir wollen die Schifffahrt digitalisieren, modernisieren und klimafreundlich ausrichten. Das Stichwort dabei ist Green Shipping. Und gleichzeitig haben wir hier im Deutschen Bundestag einen Antrag zur Rettung der Schiffbauindustrie beschlossen. Wir wollen öffentliche Aufträge identifizieren und neu nach vorne ziehen, Schiffbau-Neuaufträge nach vorne ziehen und die Auslastung der Werften an der deutschen Nord- und Ostseeküste damit über die Krise sichern. Dabei scheint leider wieder einmal eine Konkretisierung an das Bundesverteidigungsministerium nötig zu sein. Wir haben mehrfach beschlossen, dass Überwasserschiffbau und Unterwasserschiffbau im militärischen Bereich Schlüsseltechnologie ist. Und zwar gilt das für Neubau und für Reparatur, denn die dahinterliegenden Gründe gelten auch für Neubau und Reparatur. Und dass das so umgesetzt wird, dafür werden wir uns parlamentarisch einsetzen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass Parlament Regierung kontrollieren darf und muss. Wir wollen investieren, aber nicht nur. Wir wollen die Menschen und die Unternehmen gleichermaßen entlasten. Die EEG-Umlage wird ab dem nächsten Jahr gedeckelt und sie wird nicht ansteigen. Das Thema Lastengerechtigkeit bei der Energiewende wird ein zentrales sein in der nächsten Legislaturperiode. Eins ist auf jeden Fall klar in dem Kontext. Nicht handeln ist die absolut teuerste Variante. Deswegen werden wir die notwendigen Vorschläge machen. Und Herr Minister, ganz persönlich, wir unterstützen Sie dabei, Ihre persönliche Energiewende, die Sie in den letzten Wochen hingelegt haben, dann auch umzusetzen. Auf uns Sozialdemokraten können Sie sich dabei verlassen. Wenn Sie Hilfe woanders brauchen, dann rufen Sie uns gerne an. Wir investieren, und das ist gut so. Und gut wäre es auch, wenn wir in die Erkenntnisse zum Beispiel aus Demonstrationsprojekten investieren, wie Schaufenster intelligente Energie. Denn es heißt in Ostfriesland, was man will, muss man heil und dall willen. Half ist nette gerade so füll das nix. Wir wollen die Energiewelt auf die Erfüllung der Klimaziele umstellen. Und das mit ganzer Kraft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau wartet hier noch ab, bis, wie gesagt, die Desinfektion zu Ende ist. Und jetzt spricht Carsten Klein. Er sitzt für die FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Bundeswirtschaftsminister Altmaier, nach aktuellen Prognosen wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 6 bis 5% schrumpfen. Wir werden das Ausgangsniveau 2019 erst Ende 2021, Anfang 2022 erreichen. Und diese Zahlen machen noch mal deutlich, wie ernst die Lage ist. Und wir würden uns deshalb von Ihnen und auch vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz weniger Zweckoptimismus und mehr Realitätssinn für diese Krise erwarten.
Denn diese Prognosen, Herr Wirtschaftsminister, die fußen ja darauf, zum einen, dass es zu keinem schwereren Verlauf bei der Pandemie kommt, und das hoffen wir alle, dazu sollte auch jeder seinen Beitrag leisten. Die fußen aber auch darauf, dass es zu keinen strukturellen Schäden bei der deutschen Wirtschaft kommt. Und genau diese strukturellen Schäden, die drohen bei dieser Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, Herr Minister, auch wenn Sie viele Aufgaben von meinen letzten Reden noch nicht abgearbeitet haben, muss ich Ihnen heute wieder einige mehr mit auf den Weg geben. Tausende Mittelständler, Kleinstunternehmer, Selbstständige, Künstler, die Tourismusbranche, alle warten auf Ihre Hilfen, Herr Minister. Die Überbrückungshilfe in Höhe von 24,6 Milliarden Euro, die Sie auf den Weg gebracht haben, ist bisher nur mit 0,8 Milliarden Euro abgelaufen. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, woran das liegt. Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass so wenig Bedarf da ist. Deshalb helfen Sie diesen Menschen, die stehen vor dem Wirtschaftlichen aus. Und wenn diese Bundesregierung über den wirtschaftlichen Aufschwung spricht, reden sie in erster Linie über Konsum. Die Kanzlerin hat es gestern auch wieder gemacht, indem sie die Senkung der Mehrwertsteuer in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber Herr Minister, in Ihrem Haus müsste doch genügend Sachverstand vorhanden sein, um zu wissen, dass unser Wohlstand in erster Linie davon abhängt, dass wir hochindustrielle, hochtechnologische Produkte weltweit vertreiben. Deshalb muss unser Ansinnen sein, dass der Export wieder in Schwung kommt. Und da reden wir in allererster Linie über Standortbedingungen, um fairen Wettbewerb, um echte Technologieoffenheit. Und ich kann aufgrund der Zeit nur einen Punkt hier ansprechen. Beim Thema E-Fuels, bei der Maßnahme, dass endlich die deutsche Automobilbranche einen echten, fairen Wettbewerb wiederbekommt. Beim Thema E-Fuels ist Ihr Wirkungsgrad leider bisher null, Herr Minister. Und da liegen ja die Probleme nicht nur in Europa, sondern auch auf der eigenen Regierungsbank. Umweltministerin Schulze von der SPD plant, E-Fuels mit einer CO2-Preis zu besteuern. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie absurd ist das denn? Und ich möchte die Kolleginnen und Kollegen der Koalition von CDU, CSU und SPD schon mal fragen, wie viel sind Ihnen die Arbeitsplätze bei Conti, bei Schaeffler, bei MAN, bei Mercedes, bei ZF Friedrichshafen wirklich wert, wenn Sie nicht mal bereit sind, kleinste Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die faire Wettbewerbsbedingungen erhalten? Und dieses Beispiel aus dem Umweltministerium, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, zeigt eins ganz deutlich. Sie sind schon lange nicht mehr die Partei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Sie sind eine Gefahr für die Arbeitsplätze in diesem Land. Herr Minister, und ich muss eine Sache zum wiederholten Mal leider ansprechen. Sie nehmen sehr oft das Wort Marktwirtschaft in den Mund, aber es wäre uns viel lieber, wenn Sie mal marktwirtschaftlich handeln würden. Den Plan, den Sie selber angesprochen haben, darf das hier kurz zeigen, den Klimaschutzplan, das ist doch weit weg von Marktwirtschaft. Selbst die Grünen waren erschüttert über Ihre planwirtschaftlichen Vorschläge. Und deshalb darf ich Sie auffordern, kehren Sie zurück auf den Pfad der Tugend, werden Sie Marktwirtschaftler, stellen Sie auch beim Aufschwung den Menschen in den Mittelpunkt, schaffen Sie Freiraum für Investitionen und Konsum bei den Menschen. Stellen Sie nicht Staatwirtschaft in den Mittelpunkt, sondern die Marktwirtschaft, die ist schneller und effizienter. Von Ihren 60 Programmen und Maßnahmen ist bisher kaum eins draußen angekommen. Die 11 Programme, die die EU notifizieren müsste, ist erst eins notifiziert. Von den 10 Milliarden Euro Investitionsprogramm ist noch kein einziger Euro ausgegeben. Und deshalb setzen Sie auf Marktwirtschaft und auf die Menschen in diesem Land und nicht auf den Staatsapparat. Und eins müsste doch auch selbstverständlich sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man in einer solchen Krise, für den deutschen Mittelstand vor allem, den Mittelstand nicht mit Steuererhöhungen droht. Und deshalb, Herr Minister, wir Freie Demokraten, und ich finde, die deutsche Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, wir möchten von Ihnen wissen, was der politische Handlungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 42 Milliarden Euro bedeutet. Bedeutet er die Steuererhöhung für die Mittelschicht in Deutschland ab Herbst 2021? Ja oder nein, Herr Minister? Und darauf müssen Sie eine Antwort geben in diesen Haushaltsberatungen. Sollte es eine Steuererhöhung sein, können Sie mit unserem starken Widerstand rechnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein kündigt hier schon mal Widerstand der FDP gegen Steuererhöhungen aus. Wobei, wenn Sie eben hingesehen haben, hat zumindest Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, den Kopf geschüttelt.
Nächste Rednerin in der Debatte ist Heidrun Blum-Förster. Sie ist für die Linksfraktion Sprecherin für ländliche Räume. Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich wollte ich meine Rede anders beginnen, aber Herr Minister hat mich gereizt, doch noch mal darauf einzugehen, was er gesagt hat. Er hat gleich am Anfang zum Ausdruck gebracht, dass er sich darüber freut, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind. Herr Minister, ich frage Sie, sind Sie wirklich sicher, dass wir schon durch die Krise durch sind? Sind Sie wirklich sicher, dass der Aufschwung, der sich leicht in einigen Bereichen der Wirtschaft zeigt, schon das Ende der Krise einläuten? Denn wir haben die Insolvenzanmeldungspflicht ausgesetzt, die nach wie vor noch nicht gilt. Wir haben die Kurzarbeiterregelung. Wir haben insgesamt 8 Millionen Menschen in Kurzarbeit, die zum Teil aus der Kurzarbeit noch nicht zurückgekehrt sind, die eventuell unter schwierigen Umständen auch noch zu Arbeitslosen werden können. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle sehr genau aufpassen müssen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht etwas versprechen, was wir nicht halten können. Denn darunter leidet Politik im Allgemeinen, und das sollten wir für die Zukunft verhindern. Wir müssen Hoffnung machen, klar, gar keine Frage. Aus diesem Grund haben wir ja in der Vergangenheit auch Ihre Vorschläge der Regierung mitgetragen. Und im Gegensatz zur AfD werfen wir Ihnen nicht vor, dass Sie mehr Geld in die Hand nehmen, um die Krise zu bewältigen. Wir werfen Ihnen vor, wie Sie das Geld ausgeben, welche Prioritäten setzen und dass wir im Moment auch sehen, dass nicht alles Geld, das wir mit freigegeben haben, an dieser Stelle auch da ankommt, wo es wirklich hin muss. Und wir müssen auch sehen, dass wir an dieser Stelle immer noch Unternehmen haben, die komplett auf der Erde liegen, die null Zukunftsperspektive im Moment sehen. Und was aus denen werden soll, ob das alles Hartz-IV-Empfängerinnen, Hartz-IV-Empfänger werden sollen, das ist etwas, wo wir Hoffnung geben müssen, wo wir auch Akzente setzen müssen. Das liegt mir sehr am Herzen und das war der Grund, warum ich die erste Seite meiner Rede weggeworfen habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, strukturschwache Regionen haben unter den vergangenen Monaten der Pandemie aber auch besonders gelitten. Zum 30. Jubiläum des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, und das muss an einem heutigen Tage von der Bemerkung auch erlaubt sein, zitiere ich mal den Kollegen Marco Wanderwitz, unseren Ostbeauftragten: Die Einheit Deutschlands ist heute kein Ziel mehr, das irgendwann in einer nahen oder fernen Zukunft liegt. Sie besteht schon heute, und er meint, der ganze Einigungsprozess hatte eine überwiegend positive Bilanz. Dagegen steht, dass die Wirtschaftskraft ostdeutscher Bundesländer aktuell nur bei 79,1% des deutschen Durchschnitts liegt, die Lohnunterschiede schon seit 30 Jahren immer noch nicht bewältigt sind und immer noch hoch sind, bei Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten die Infrastrukturen sich immer noch mit enormen Unterschieden zum Westen zeigen und der Bericht außerdem auch die Angleichung der strukturschwachen ländlichen Regionen so nicht widerspiegelt, wie sie wirklich ist, denn da können wir von Angleichung noch nicht reden. Das ist aus unserer Sicht ein dicker Widerspruch, überwiegend die positive Bilanz des Ostbeauftragten und dagegen die Wirtschaftsdaten, die ebenfalls auch erhoben sind. Ostdeutschland ist nach wie vor eine Außenstelle von westdeutscher Wirtschaft und westdeutschen Investoren. Meine Damen und Herren, bleiben im Haushaltsentwurf für 2021 verschiedene Rahmenpläne. Jetzt zitiere ich mal aus dem Einzelplan 10, den ich auch mitverantworte. Förderung der ländlichen Entwicklung stabil. Man könnte auch sagen, sie behalten den Status quo. So haben wir aber simultan zu beobachten, dass wir zusätzlich 200 Millionen in unsere staatsnahen Monopolisten in die Luft- und Raumfahrt pumpen. Da frage ich mich, wenn Sie lieber in die Raumfahrt als in die ländlichen Regionen investieren, wie Sie die nach wie vor Abwanderung der Menschen in die Städte damit verhindern wollen. Wo ist die Wertschöpfung für den ländlichen Raum als Anreiz, um hier Selbstwachstum zu initiieren? Aber nicht nur die Ost-West-Angleichung bereitet uns linke Bauchschmerzen. Der Kohleausstieg 2038 ist für uns auch ein Problem. Der Minister spricht von historischem Schritt in diesem Zusammenhang. Das Kohlegesetz und die daran gekoppelten Verträge, die aber Milliardenentschädigungen für die Betreiber und das faktische Kohle-Comeback damit, sind aus unserer Sicht ein Bruch der Pariser Verträge. Und wir verschenken wieder Milliarden an Steuergelder an die bisherigen Profiteure.
7,5 Milliarden für die LEAG, 2,6 Milliarden für Euro. Und das, obwohl diese Anlagen dieser Unternehmen weitestgehend abgeschrieben sind. Wie wollen wir das den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern erklären? Wenn diese Unternehmen wenigstens mit guten neuen Wirtschaftsideen um die Ecke kämen, dann könnte man ja auch über neues Geld reden. Aber die sehen wir so nicht. Wir wünschen uns da was, aber im Moment liegt dazu noch nicht viel auf dem Tisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist aus unserer Sicht kein historischer Schritt, wie der Minister das sagt, sondern ein historischer Rückschritt, den wir heute schon sehen können. Meine Damen und Herren der Koalition, und da ich nicht mehr viel Redezeit verbrauchen darf, damit Herr Ernst noch was sagen kann, will ich hier auf einen Punkt noch eingehen. Das ist richtig erkannt. Da Sie schließlich 600 Millionen Euro in die Zukunftsinvestition der Fahrzeugindustrie stecken wollen, möchte ich daran erinnern, dass Kalifornien hier vorgelegt hat, mit dem Verbot für Benziner und Diesel ab 2035. Ein solches Signal wäre auch schön, wenn es von Deutschland ausginge. Am Ende eine persönliche Bemerkung. Ich muss wegen eines Berichterstattergesprächs leider die Runde etwas früher verlassen. Und ich wünsche mir, dass die Kolleginnen und Kollegen, denen ich dann nicht mehr zuhören kann, mir das vergeben. Dankeschön. Heidrun Blum-Förster. Und das hat man hier nicht so oft, dass sich jemand entschuldigt, weil er oder sie die Debatte früher verlassen muss. Sie hat es angesprochen, der Kohleausstieg muss finanziert werden. Und im Jahr 2021 sollen zum ersten Mal sogenannte Anpassungsgelder denjenigen gezahlt werden, die wegen des Kohleausstiegs schneller in Rente gehen. Anja Heiduk jetzt für die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Altmaier. Ich möchte als Erstes sprechen über die Corona-Hilfen für Unternehmen. Ja, es ist richtig, und wir unterstützen das auch, dass aus dem Bundeshaushalt viel Geld zur Verfügung gestellt wird, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Das wissen Sie. Und es ist gut, dass der Haushalt Ihres Hauses so wächst. Aber das ist eben, wenn wir das von heute aus betrachten, überhaupt kein Grund für Selbstzufriedenheit. Denn bei dem Sofortprogramm und auch bei den Überbrückungshilfen müssen wir sehen, dass viel zu wenig dieser Hilfen tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Wenn das heißen würde, sind auch nicht gebraucht worden, dann könnte man ja sagen, es ist vielleicht eine gute Botschaft. 27 Milliarden sind bereitgestellt worden und 13,7 sind am Anfang dafür bewilligt worden. Aber bei den Überbrückungshilfen ist es wirklich so, dass nur 3% der Summe abgerufen worden bisher. Und das hat damit zu tun, dass Ihr Haus falsche Kriterien, zu strenge Kriterien aufgestellt hat und deswegen viele Unternehmen das Geld, was sie so dringend brauchen, noch nicht bekommen haben. Und das muss schnell besser werden. Ich weiß, dass Ihr Haus das jetzt angepasst hat, das will ich der Fairness halber sagen, aber da ist Zeit versäumt worden und ich kann Ihnen nicht ersparen, nochmal zu sagen, es bleibt dabei, dass es eine falsche Strategie ist, gerade für ein Land, wo wir eine bessere Gründungskultur brauchen, dass es eine falsche Strategie ist, dass Solo-Selbstständige kein Existenzgeld sich auszahlen dürfen von diesen Überbrückungshilfen. Auch da machen Sie die Hausaufgaben nicht. Und gerade die Solo-Selbstständigen, für die geht diese Unterstützungshilfen, die Sie haben, an Ihrer Lebenswirklichkeit vollständig vorbei. Das darf nicht so bleiben. Ein zweiter Punkt, der mir noch wichtiger ist, Herr Minister, die Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz. Wir haben ein großes Interesse, dass wir da vorankommen. Und deswegen ist jedes Angebot, was Sie uns machen, eins, was wir sehr genau anschauen. Aber Sie haben es bisher versäumt, den Ausbau, ich betone den Ausbau der erneuerbaren Energien, so voranzutreiben, dass die Industrie und die Menschen in unserem Land wirklich glauben, die deutsche Wirtschaft kann auf grünem Strom basieren. Ich will das auch begründen. Wenn ich mir die EEG-Novelle anschaue, die Sie gemacht haben, dann sagen Sie, wir wollen 65% des Strombedarfs 2030 aus erneuerbaren Energien decken. Das haben wir wohl gehört. Aber wenn Sie dabei unterstellen, der Stromverbrauch in 10 Jahren ist ungefähr so hoch wie heute,
dann machen Sie einen Riesenfehler. Dann schaffen Sie kein Vertrauen. Denn angesichts von Digitalisierung, Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, Elektromobilität und nicht zuletzt durch die Nutzung von grünem Wasserstoff, von Ihrer Wasserstoffstrategie, müssen wir alle, auch wir Grünen, sagen, der Strombedarf einer transformierten Wirtschaft in der Zukunft wird viel höher sein als heute. Und das erwartet auch die Wirtschaft, dass wir das zugeben. Und dann muss dieser angenommene Strombedarf auch die Größe sein, von der wir ableiten, wie viel erneuerbare Energien brauchen wir. Da müssen Sie sich korrigieren. Es ist ein Kardinalfehler, den zukünftigen Strombedarf klein zu rechnen. Bitte überlegen Sie das, dann reichen wir Ihnen auch die Hand. Da müssen Sie nacharbeiten. Der letzte Punkt, den ich ansprechen will. Der globale Handel. Zitat: Globalisierung hat in der Vergangenheit auch zu der einen oder anderen falschen Entwicklung geführt. Wir wollen das korrigieren. Dazu gehört das klare Bekenntnis zu einem Welthandel. Und weiter das Zitat: Made in Germany war nie das Versprechen des billigsten Preises. Made in Germany war immer ein Versprechen der besten Qualität, und zur besten Qualität gehört heute auch das Versprechen einer ethischen Produktion. Deswegen wollen wir, dass wir in diesem Bundestag gemeinsam ein Lieferkettengesetz verabschieden und dieses Lieferkettengesetz möglichst schnell umsetzen, meine Damen und Herren. So gestern der Kollege Alexander Dobrindt. Ich hoffe, dass dieses Bekenntnis eines CDU-CSU-Abgeordneten keine Wahltaktik ist. Dafür ist das Thema zu ernst. Aber Herr Altmaier, es ist eine klare Aufforderung an Sie. Geben Sie Ihren Widerstand gegen ein Lieferkettengesetz auf. Das muss soziale Kriterien haben und es muss auch Umweltkriterien haben. Die übergroße Mehrheit in Deutschland erwartet das von uns und erwartet, dass das schnell passiert. Schönen Dank. Anja Heiduk hat das Lieferkettengesetz angesprochen, das tatsächlich schon seit längerer Zeit eigentlich kommen soll. Aber da gibt es in der Koalition noch Gesprächsbedarf zwischen den verschiedenen Ministerien. Und deswegen liegt immer noch kein Entwurf vor. Ursprünglich sollte der vom Entwicklungsministerium vorgelegt werden. Carsten Lindemann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. Noch nie in der Geschichte unseres Landes hat es eine Situation gegeben, wo wir so viele Regeln der sozialen Marktwirtschaft für eine gewisse Zeit ausgesetzt haben. Beim Lockdown gab es Situationen, wo wir die Berufsfreiheit für einige Bereiche der Wirtschaft aussetzen mussten. Und es war richtig, dass wir das gemacht haben, weil keiner von uns wusste, wie es um dieses Virus bestellt ist. Und deswegen hat die Regierung richtig gehandelt, dass sie Teile der Haftung faktisch übernommen hat. Mit Zuschussprogrammen, mit Überbrückungsprogrammen, ja, auch mit KfW-Krediten, mit dem Kurzarbeitergeld, mit Rettungsschirmen für Kreditversicherer, aber auch, ja, auch mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Fakt ist aber auch, dieser Weg musste gegangen werden, weil wir hätten uns nicht nur geärgert, sondern diese Fehler hätten wir nicht mehr wettmachen können. Wir haben nämlich in dieser Krise an unserer Wirtschaftsstruktur festgehalten, an unserem Industriekern, an den Strukturen, an der dualen Ausbildung. Überall sind wir punktuell unterwegs gewesen, um unsere Wirtschaftsstruktur, um die wir weltweit beneidet werden, nicht in Gefahr geraten zu sehen. Und genau das war richtig. Fakt ist aber auch, wir wissen heute nicht, ob wir das Schlimmste überstanden haben. Ja, das ist eine Wahrheit. Es sind immer noch 3,5 Millionen bis 4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, und aus Kurzarbeit kann schnell Arbeitslosigkeit werden. Und ja, es gibt viele Firmen, es gibt auch Krisengewinner, denen geht es jetzt richtig gut. Aber es gibt auch viele, und ich kann das für meine Fraktion sagen, weil wir tagtäglich bei aller Kritik aus den anderen Fraktionen nicht nur mit diesen Branchen, mit diesen Menschen in unseren Wahlkreisen und auch in Deutschland reden. Ich habe heute noch mit vielen Veranstaltern gesprochen. Wir reden mit Kulturschaffenden. Wir reden mit den Dienstleistern, wir reden mit den Messebauern, wir reden mit den Hoteliers, die sich auf Geschäftskunden konzentrieren. Das sind genau diejenigen, die das Gefühl haben, sie stehen am Abgrund. Sie wissen aber auch, dass wir diese Pandemie haben,
Sie wissen aber auch, wie schwierig es ist. Sie sind faktisch auf einem Bötchen unterwegs, verbrennen ihr Eigenkapital und wissen nicht, wann das Ufer kommt. Und deswegen, ja, müssen wir jeden Tag daran arbeiten, dieses Überbrückungsprogramm besser zu machen. Und in der letzten Woche wurde es überarbeitet, und zwar signifikant. Wir müssen jetzt schauen, wie das funktioniert und jeden Tag daran arbeiten, dass es besser wird. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, Frau Blum-Förster, die Antragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen, das muss angesprochen werden, wird ab heute wieder scharf gestellt. Die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen hingegen nicht. Das finde ich auch richtig. Wer sich verschuldet aufgrund eines KfW-Kredits, muss diese Zeit bekommen. Und Fakt ist auch, dass es Unternehmen gibt, denen ging es auch vor der Krise nicht so gut. Es sind viele Zombie-Unternehmen entstanden. Und auch hier muss soziale Marktwirtschaft funktionieren. Hier werden wir Insolvenzen sehen. Richtig ist auch das wurde angesprochen, es gibt viele Bereiche, wo wir einen Transformationsprozess haben, einen Strukturwandel. Da muss die Politik den Rahmen setzen für vernünftige Wettbewerbsbedingungen. Wir dürfen keine Steine in den Weg legen. Wir müssen entlasten, am besten nicht subventionieren. Aber auch das gehört so weit, die Politik kann der Wirtschaft. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn hier einige reden, dann reden die so, als ob sie irgendwie Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens sind und versuchen, der Wirtschaft zu erklären, wie sie diesen Strukturwandel zu meistern haben. Nein, die Politik kann das nicht und das muss man auch klar sagen. Die Branchen, die Unternehmer brauchen den Mut, diesen Strukturwandel auch wirklich anzugehen. Und diesen Mut brauchen wir in der Politik auch. Wir brauchen den Mut, erstens in der Klimapolitik die europäische Ebene zu suchen. Wir müssen den Emissionshandel ausweiten auf die Bereiche Verkehr und Wärme. Und zwar nicht erst 2030, sondern vorher und ambitioniert. Hier sollten wir mehr Europa wagen. Wir brauchen Mut für fiskalische Stabilität. Schulden auf Kosten zukünftiger Generationen zu machen, ist nicht mutig. Das kann jeder. Mutig ist, wenn wir sagen, ab 2022 sollten wir mit dem Geld der Steuerzahler wieder auskommen. Und das ist auch das Ziel der CDU-CSU-Fraktion. Wir brauchen Mut, Leistung anzuerkennen. Und nicht nur, will da gar nicht gegensprechen, aber nicht nur mit 1.000 oder 1.500 Euro Bonus, den wir einmal im Jahr auszahlen, sondern mit einer dauerhaft wirkenden Steuerreform, wo wir gerade kleine und mittlere Unternehmen entlasten. Viertens, wir brauchen den Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ich meine, wir Abgeordneten kennen das. Es kommt jemand mit einer Idee, ob ein Bürger oder wer auch immer, und wir sagen häufig, geht nicht, weil. Ich finde, die Krise hat gezeigt, wir müssen mehr ausprobieren. Wir müssen sagen, es geht, weil. Wir haben das gesehen beim Thema Homeoffice, das haben wir hier jahrelang diskutiert über die Möglichkeiten und wie auch immer. Es geht. Und ich finde, wir sollten in Deutschland mehr ausprobieren. Wir sollten auch den Mut dazu haben. Und wir sollten auch mehr Experimentierklauseln, und das ist ja auch ein Punkt, den Peter Altmaier unterstützt, mehr Experimentierklauseln in unsere Gesetze verankern. Und wenn das Experiment gelingt, dann sollten wir diese Regel in Deutschland ausrollen. Das ist Mut und das brauchen wir. Und dazu steht diese Fraktion. Fünftens, letzter Punkt. Ja, wir brauchen den Mut zum Freihandel. Die EU spricht heute von strategischer Autonomie. Ausverhandelte Freihandelsabkommen werden eben nicht ratifiziert. Wir brauchen ein weltoffenes Land. Und wir Deutschen und wir auch in unserer Fraktion stehen auf und sagen, wir sind gegen Protektionismus und wir sind für einen regelbasierten Freihandel. Kurzum, das sind die Wochen der Wahrheit. Es sind aber auch die Wochen der Chance. Mit mehr Mut können wir sie umsetzen. Vielen Dank. Carsten Linnemann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. 10,1 Milliarden Euro soll das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im neuen Jahr haben. Zumindest steht es so im Entwurf. Der wird ja auch noch in den entsprechenden Ausschüssen diskutiert. Enrico Komning jetzt von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, ich habe zwar nur 3 Minuten, aber ich kann es mir nicht verkneifen, 2, 3 Worte zu Ihrem Vortrag zu sagen.
Ich habe Sie als relativ rational denkende Menschen eingeschätzt. Was ich heute hier gehört habe von Ihnen, ist ein Unding. Sie wollen uns als AfD den Niedergang des Mittelstands in die Schuhe schieben. Das kann ja wohl nicht sein, Herr Altmaier. Diejenigen, die am Hebel der Macht sitzen, das sind doch Sie und liebe Mittelständler, die hier zugucken. Das, was Ihnen hier heute widerfährt, das ist nicht das Ergebnis einer Oppositionsarbeit, das ist das Ergebnis einer völlig verfehlten Regierungspolitik. Sie haben, Herr Altmaier, als Regierung die verdammte Pflicht, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in unserem Land zu schaffen, und Sie tun es nicht. Sie tun es nicht, und Corona kommt Ihnen da gerade recht. Tatsächlich geht es Ihnen doch tatsächlich nur um Zentralisierung politischer und wirtschaftlicher Macht. Unabhängige mittelständische, zumeist Familienunternehmen, bei denen der staatliche Zugriff eben doch noch schwierig ist für Sie, die werden doch endgültig verdrängt vom Markt. Herr Altmaier, der Mittelstand ist das Herz unserer Wirtschaft. Durch Ihr politisches Handeln hört dieses Herz auf zu schlagen. Sie sind der Totengräber des Mittelstandes. Sie legen uns hier einen aufgeblähten, mit beispielslos hoher Neuverschuldung finanzierten Haushalt vor, fast 415 Milliarden Euro bei 100 Milliarden Neuverschuldung. Für den Wirtschaftshaushalt bleiben da gerade 10 Milliarden, also deutlich weniger als in diesem Jahr. Und das sind noch nicht einmal 3% des Gesamthaushaltes. Der Mittelstand spielt in diesem Haushalt offensichtlich überhaupt gar keine Rolle. Sie nutzen, liebe Bundesregierung, Ihren Traum von einer Staatswirtschaft nach chinesischem Vorbild aus, um diesem näher zu kommen. Große Konzerne und andere sogenannte systemrelevante Unternehmen, die werden mit ihren Schuldenorgien nach und nach verstaatlicht. Öffentliche Meinung wird gekauft, denn die Medienverlage bekommen nun in dem hiesigen Haushalt 220 Millionen Euro mehr alimentiert. Herr Scholz hat ja schon gesagt, Steuererhöhungen sind notwendig, Steuererhöhungen für die Reichen. Was er aber nicht sagt, seine Pläne treffen nämlich vor allem die Mittelständler, die Familienunternehmen, diejenigen, die den Großteil der Menschen gerade auch im ländlichen Raum Arbeit geben und die jetzt schon beispielslose hohe Steuern und Abgaben zu zahlen haben. Diese werden geschröpft, sie werden durch sie vernichtet. So schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit diesem Haushalt, Herr Minister, entziehen Sie unserem Land und seinen Menschen die Lebensgrundlage. Mit Ihrer Politik entziehen Sie den Menschen ihre hart erkämpften demokratischen Rechte. Ich kann nur hoffen, dass Ihnen Ihr Regierungsauftrag entzogen wird, bevor alles zu spät ist. Vielen Dank. Soweit Enrico Komning. Thomas Jurk wird jetzt für die SPD-Fraktion sprechen. Er sitzt im Haushaltsausschuss. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Jurk das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Rund 10 Milliarden Euro sind für den Etat des Bundeswirtschaftsministeriums im nächsten Jahr insgesamt vorgesehen. Im Vergleich zur bisher geltenden Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 erhöht sich der Etat damit um beachtliche 3 Milliarden Euro. Das ist eine beachtliche Ausgabensteigerung. Mit diesen zusätzlichen Mitteln soll zunächst ein praktischer Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise geleistet werden, konkret bei der Fließstoff- und Maskenproduktion sowie der Innovationsforschung für Schutzausrüstungen. Hierfür stehen im nächsten Jahr rund 360 Millionen Euro bereit. Weitere 200 Millionen Euro sollen für ein Förderprogramm zum infektionsschutzgerechten Lüften, das heißt zur Umrüstung und Verbesserung von Lüftungsanlagen, eingesetzt werden. Wir dürfen gerade jetzt nicht nur an die Krisenbewältigung denken, sondern müssen uns mit Blick auf das nächste Jahr eher darum kümmern, klug in die Zukunft zu investieren. Diesen Gedanken greift der Haushaltsplanentwurf der Bundesregierung für 2021 durchaus auf. Wir nehmen Geld in die Hand für zukunftsfähige Arbeitsplätze und Innovationen, und deshalb investieren wir kräftig in die Zukunft wichtiger Industriebranchen. Bei den Fahrzeugherstellern und den Zulieferern, der Bahnindustrie und den Fahrzeugbauern, der maritimen Wirtschaft sowie den außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Hierfür sollen im Etat des Bundeswirtschaftsministeriums im nächsten Jahr knapp 1 Milliarde Euro zusätzlich bereitstehen. Das ist einerseits sehr viel Geld in Anbetracht der schwierigen Haushaltslage, andererseits aber auch dringend nötig. Weitere zusätzliche Mittel sollen für die Digitalisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Besonders hinweisen möchte ich dabei auf das Anfang September endlich gestartete neue Investitionszuschussprogramm Digital Jetzt. Über dieses Förderprogramm können kleine und mittelständische Unternehmen Zuschüsse für Investitionen in innovative Hard- und Software oder für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Allein dafür stellen wir 57 Millionen Euro zur Verfügung. Wir werden die Arbeitnehmer und Unternehmen beim Strukturwandel und der Digitalisierung unterstützen. Denn wir brauchen eine moderne Industrie und den innovativen Mittelstand, wenn wir unsere Arbeitsplätze zukunftsfest machen wollen. Die Mittel dafür stellen wir bereit, wie auch schon im laufenden Haushaltsjahr. Das laufende Haushaltsjahr ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir Haushälter wissen, dass das Wirtschaftsministerium wie kein anderes Ressort sehr viele Aufträge aus dem Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket der Bundesregierung übernommen hat. Wir wissen, dass die kurzfristige Umsetzung nicht einfach ist und erkennen das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium und den nachgeordneten Behörden an. Trotzdem ist ein gewisses Defizit deutlich zu erkennen. Ich würde mir deshalb wünschen, Herr Altmaier, dass wir bei der Umsetzung der Programme zügig vorankommen. Denn das Geld, das viele Geld, muss bei denen ankommen, die es so dringend nötig haben. Wir sollten bei den Haushaltsberatungen aber auch den Mut haben, beim Zukunftspaket nachzusteuern, wenn dies notwendig ist. So werden die im Haushaltsentwurf für das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM, vorgesehenen Mittel nach aktueller Sachlage nicht ausreichen. Hintergrund sind erfreulicherweise stark steigende Antragszahlen unter den Bedingungen der neuen Förderrichtlinie, welche seit Ende Mai Corona-bedingt deutlich höhere Fördersätze vorsieht. Wir haben mit dem ZIM eine gut laufende Corona-Hilfsmaßnahme. Diese muss dann aber auch finanziell abgesichert werden. Denn es wäre fatal, wenn Geld aus neuen, gut gemeinten Programmen nicht abfließt und gleichzeitig Geld für mittelständische Innovationen fehlt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nehmen im Einzelplan des Wirtschaftsministeriums außerdem zusätzlich Geld in die Hand für die strukturschwachen Regionen unseres Landes. Kein Landstrich darf durch diese Krise abgehängt werden. Deshalb sollen die Investitionen bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung zusätzlich 325 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder könnten damit im nächsten Jahr rund 1,8 Milliarden Euro für strukturschwache Regionen und deren Investitionen mobilisiert werden. Für andere Programme des gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen sollen zudem weitere 35 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Das betrifft gerade die Förderung von Existenzgründungen, die außeruniversitäre Forschung, die Investorenwerbung im Ausland sowie die überbetrieblichen Bildungsstätten des Mittelstandes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass wir bei den Haushaltsplanberatungen noch einige wesentliche Änderungen im Einzelplan 09 vornehmen werden. Thomas Jörg von den Sozialdemokraten. Der nächste Redner in der Debatte ist Reinhard Huben. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, steht hier auch schon bereit. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Reinhard Huben das Wort. Und ist schon auf dem Weg zum Pult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Komning, wenn Sie dem Wirtschaftsminister hier vorwerfen, er wäre der Totengräber des Mittelstandes, nach den Äußerungen aus Ihrer Partei der letzten Woche, kann ich nur sagen, Sie versuchen sich doch hier in Deutschland als Totengräber der Demokratie. Wie können Sie sich hier derartig aufblasen? Meine Damen und Herren, Herr Altmaier, weil Sie mich persönlich angesprochen haben, ich will Ihnen mal versuchen, aus der Sicht eines Mittelständlers darzustellen, wie sich die letzten Monate für mein kleines Unternehmen dargestellt hat.
Und wir haben Glück, wir sind B2B, also wir haben nie zumachen müssen, aber wir haben einen Umsatzrückgang ungefähr von 25% in den Monaten. Und da sage ich mal, sind natürlich manche Maßnahmen eher nach hinten losgegangen. Also wir werden mehrere tausend Euro Kosten haben durch die Umstellung der Mehrwertsteuer, von der wir als Unternehmen B2B überhaupt nichts haben, weil Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten ist. Also deswegen nicht so doll aus meiner Sicht. Und natürlich sorgen sich auch meine Mitarbeiter. Wir haben zwei Auszubildende. Eine Dame mit türkischem Migrationshintergrund, ein Mitarbeiter im Lager aus Nigeria. Die fragen sich natürlich, werden wir übernommen? Und da hat es etwas mit Zukunftserwartung zu tun, Herr Altmaier. Und das Problem ist, und ich finde, das ist Ihre Kernaufgabe im Moment. Sie müssen für die deutsche Wirtschaft eine positive Zukunftsaussicht formulieren. Und ich sage Ihnen, eine Äußerung der Kanzlerin, dass wir Weihnachten täglich 20.000 neue Neuinfektionen haben, ist natürlich etwas, was viel schlimmer wirkt, was viel deutlicher durchschlägt als ein Programm über einige hundert Millionen. Sie zerstören, diese Bundesregierung zerstört die Zukunftserwartung der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das ist das Problem, denn meine Damen und Herren, wie gehen wir denn damit um, wenn wir im nächsten halben Jahr keinen Impfstoff bekommen? Wir müssen doch auch einen Plan B haben. Wie geht denn die Gesellschaft mit dem Problem Corona, Covid-19 um, wenn wir nicht sofort einen Impfstoff bekommen? Wie stellen wir die Gesellschaft ein, dass wir mit Beschränkungen leben müssen und trotzdem unseren Wirtschaftsstandort weiter aufrechterhalten? Dazu gibt es keine Antworten. Und ich sage Ihnen, wir sind doch eigentlich schlauer geworden in den letzten Wochen und Monaten. Man muss individuell handeln. Man muss da einen Lockdown machen, wo es nötig ist, und nicht in der Bundesrepublik darüber reden, Komplettlösungen fürs ganze Land zu finden. Es ist doch durchaus möglich, dass man in Schleswig-Holstein anders vorgeht als in Bayern. Und dort fehlen die Antworten der Bundesregierung. Und so schaden Sie im Grunde der Stimmung in unserem Land und damit auch der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert darüber, wie die Wirtschaft unter anderem langfristig und mittelfristig gestärkt werden kann nach dem Einbruch durch Corona. Klaus Ernst spricht jetzt für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nicht anders, ich muss was zur FDP sagen. Herr Huben, langsam verwirrt mich die FDP. Ich habe den Eindruck, Ihre Politik läuft nach dem Motto, wenn ich Sie nicht überzeugen kann, verwirre Sie. Ich habe jetzt mehreren Rednern hier zugehört, auch in der Debatte vorher. Da haben wir also Sie sagen, das Problem liegt, die positive Zukunftsaussicht fehlt. Dann gibt es andere, die sagen, wir haben zu wenig staatliche Unterstützung. Das war gerade Herr Klein. Dann gibt es andere, Herrn Fricke, der sagt, wir haben viel zu viel staatliche Kreditaufnahme. Aber haben Sie denn nicht gemerkt, dass die staatliche Kreditaufnahme die Voraussetzung dafür ist, dass gegenwärtig Altmaier und andere überhaupt Geld haben zum Ausgeben? Sie müssen sich einfach mal einigen, was Sie eigentlich wollen. Weil wenn Sie nicht irgendwann erkennbar sind mit einem Profil, dann passiert ganz was Trauriges, nämlich zwischen 2013 und 2017 waren Sie leider nicht im Bundestag. Ich fand das sehr traurig, weil ich Ihre Anträge immer sehr amüsant fand, aber es wäre schade, wenn das wieder passieren würde. Also bitte eine Richtung, es wäre bitte eine Richtung, dass man weiß, wohin Sie wollen, sonst wird es schwierig. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass in dieser Frage Sie, Herr Altmaier, sich deutlich von der FDP unterscheiden, allerdings nicht in allen Punkten. Meine Damen und Herren, es vergeht kein Tag mehr, an dem die deutsche Industrie nicht trotz massiver Hilfe, Kurzarbeit, Kredite, in Milliardenhöhe im Übrigen, einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen verkündet. Das ist ein Problem, das müssen Sie doch erkennen. Und wir müssen doch überlegen, was passiert da. Conti 13.000, ZF 7.500 Stellen, Opel, Rüsselsheim 2.100, Bosch und so weiter. Allein die IG Metall rechnet in ihrem Organisationsbereich mit 200.000 Jobs, die verloren gehen.
Schäffler kündigt den Abbau tausender Arbeitsplätze an und will gleichzeitig ins Ausland gehen. Als zuständiger Wirtschaftsminister müssen Sie doch alles daran setzen, da einzugreifen, den Kahlschlag zu verhindern. Ich fordere Sie dringend auf, Herr Altmaier, das meine ich sehr ernst, so wie ich heiße, ich fordere Sie dringend auf, Bedingungen zu stellen, die Voraussetzung sind für staatliche Hilfen. Wenn Sie das nicht machen, ist es ein Gießkannenprinzip und die Unternehmen benutzen es für Dinge, für die es wirklich nicht notwendig ist. Es darf keine Unterstützung geben, egal welcher Art, wenn Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Hilfsgelder müssen zur Voraussetzung haben, dass Unternehmensleitungen mit den Betriebsräten Vereinbarungen treffen über die Zukunft der Belegschaft. Einige tun das, leider nicht alle. Dann muss man eben sagen, wer das nicht tut, kriegt kein Geld. Dann wird vielleicht die Motivation ein bisschen höher. Hören Sie auf, Fördermittel an jene zu vergeben, die gleichzeitig zu Fördermitteln auch noch Dividende an die Aktionäre auszahlen. Ja, für was sind wir denn da? Wir finanzieren ja dann faktisch die Dividenden aus Steuermitteln. Herr Altmaier, das kann doch alles wirklich nicht ernst sein. Staatliche Beteiligung bei der Lufthansa muss durch staatlichen Einfluss gesichert sein. 9 Milliarden Euro stecken jetzt in diesem Konzern. Und ich sage Ihnen, trotzdem wird German Wings abgewickelt, aber ein neuer Ferienflieger gegründet, Ocean. Da können sich die Lufthansa-Beschäftigten, denen der Rauswurf jetzt droht, quasi auf ihre eigenen Stellen bewerben, natürlich zu weitaus schlechteren Bedingungen. Das können wir doch nicht einfach tatenlos zugucken. Da müssen wir sagen, für das haben wir den Betrieb nicht übernommen, Herr Altmaier. Da müssen wir eingreifen. Und muss zumindest das tun, was man kann, nämlich dass man den Aufsichtsrat dann so besetzt, dass sie dies tun. Sie hätten das alles verhindern können, wenn man Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Konzernführung als Voraussetzung zur Beschäftigungssicherung sozusagen gewesen wäre. Machen Sie gefälligst Ihren Einfluss im Aufsichtsrat geltend, damit das verhindert wird. Und zum Schluss, auf der einen Seite Milliarden ohne Gegenleistung, auf der anderen Seite ist die Hilfe für Solo-Selbstständige und KMUs völlig unzureichend. Von den 25 Milliarden Euro Überbrückungshilfen sind erst 67 Millionen bewilligt, nur 3% ausbezahlt. Ganze Branchen wie zum Beispiel die Veranstaltungswirtschaft sind in ihrer Existenz bedroht. Da müssen wir dringend nachsteuern. Auf der einen Seite durch klare Auflagen und auf der anderen Seite durch zielgenaue Förderung. Dann haben Sie das Wort Wirtschaftsminister für alle auch wirklich verdient. Klaus Ernst war das für die Linksfraktion, hat hier noch einmal jetzt zum Schluss doch deutlich kritisiert, inwieweit der Bund jetzt Einfluss nehmen kann auf die Lufthansa. Das war ja doch im Gespräch, als der Bund sich entschieden hat, die Lufthansa finanziell zu unterstützen. Dieter Janicek jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zu Beginn meiner Rede möchte ich mich bedanken bei den Gründerinnen und Gründern, bei den Start-ups, bei den Sozialunternehmen, die uns diese Woche als Grüne auf Platz 1 beim Start-up Monitor Deutschland gewählt haben. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich glaube, da ist aber auch ein Hinweis an Sie verbunden, Herr Minister Altmaier, dass Sie eben viel über das Klima reden, aber immer noch als der gesehen wird, der für die fossile Vergangenheit spricht. Und man konnte das ja heute auch in dem Beitrag von WDR Investigativ noch mal nachverfolgen, wo Ihnen nachgewiesen worden ist, dass Sie beim Abgaslabel Pkw nicht die Interessen der Verbraucher bemüht haben, sondern eben der Industrie in diesem Fall. Und ich glaube, das ist dieser Widerspruch, den Sie auch, wenn Sie einen 20-Punkte-Plan vorlegen, ich lese den und ich diskutiere den auch gerne mit Ihnen. Ich wäre aber auch gerne mal dabei, wenn Sie den mal in Ihrer Fraktion oder zumindest würde ich es mal von Ihnen gerne hören, diskutieren mit Herrn Lindemann, Herrn Pfeiffer und all den anderen. Denn mit wem sprechen wir denn eigentlich von der Union, wenn wir über Klimaschutz reden? Und das wissen wir Grüne bis heute nicht. Ein Haushalt, der auf Zukunft, auf Investitionen im Klimaschutz und übrigens auch in digitale Infrastruktur setzt, den haben Sie nicht vorgelegt. Wenn man sich beispielsweise das Thema digitale Infrastruktur anschaut, wo wir da stehen, hat uns Frankreich mittlerweile überholt, weil Präsident Macron das zu einem Schwerpunktthema gemacht hat. Wir haben es in der Corona-Krise, Herr Lindemann, gesehen, wie schlecht wir in vielen Bereichen sind. Und ich glaube, wir müssen da wirklich einen Sprung nach vorne machen. Das heißt auch Bündelung der Kompetenzen beim Digitalen. Und das heißt Programme auflegen, priorisieren, E-Government, Breitband endlich in die Fläche. Da muss jetzt was vorangehen, sonst ist Deutschland wirklich abgehängt in vielen Bereichen. Und wenn ich jetzt zum Thema Industriepolitik komme, jetzt mal Richtung CSU gewandt. Wir hören ja sehr viele Überschriften von Herrn Söder, Ihrem Parteivorsitzenden. Herr Dobrindt musste das gestern dann wortreich verteidigen. Herr Söder hat ja schon 2007 sich eingesetzt, dass der Verbrennungsmotor heute vorbei ist. Wäre mir fast ein bisschen zu progressiv gewesen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist 2020, hat er gesagt, er will es 2035, aber zeitgleich setzt sich die CSU dafür ein, dass wir Kaufprämien für fossile Verbrenner kriegen. Das ist doch keine verlässliche Industriepolitik, mit Verlaub, das ist ziemlich gaga. So kann man doch nicht vorgehen.
Und so schaffen Sie auch keine Absatzmärkte fürs Automobil, wenn Sie keine Zukunftsbeschreibung machen können für diesen Markt. Also ich glaube, schauen Sie da mal nach Baden-Württemberg. Seit über 3 Jahren ist dieser Automobildialog dort präsent, in allen Branchen, bei der Batteriefertigung, bei den Zulieferern, hochgeschätzt auch von den Industriepartnern. Ich glaube, das ist was, was wir für den Bund auch bräuchten, was wir vorlegen müssten, zu sagen, wir nehmen eure Ängste ernst. Und die sind auch berechtigt. Es wird auch Stellenabbau geben im technologischen Wandel. Aber wir helfen euch beim Wandel in die Zukunft. Und das heißt übrigens auch, Standorten zu helfen, die vielleicht in der Vergangenheit auf die fossile Technologie gesetzt haben, sich aber jetzt wandeln wollen, die vom EU-Beihilferecht aber momentan keine Hilfen bekommen können. Vielleicht liegt da auch ein Ansatz, Hilfen zu schaffen für die Automobilindustrie, die in die Zukunft will. Und das große Thema Wasserstoffstrategie natürlich. Ich finde es gut, dass wir jetzt eine nationale Wasserstoffstrategie in ersten Zügen formuliert haben. Aber Anja Heiduk hat es auch formuliert, die Voraussetzung für alles sind die erneuerbaren Energien. Wir können keine Wasserstoffstrategie erfolgreich und übrigens auch nicht im Sinne der Unternehmen nach vorne bringen, die am Ende die Kohleverstromung einbringt in den Prozess oder die am Ende darauf setzt zu sagen, wir bauen jetzt erstmal nach vorne und verschärfen damit unsere Klimakrise mit dem, was wir machen. Das muss Hand in Hand gehen. Und Sie können nicht sagen, das kommt dann alles aus Saudi-Arabien und Marokko. Es wäre schön, wenn wir Verträge schließen können mit anderen Staaten. Das hat dann auch entwicklungspolitische Implikationen, weil die natürlich vor Ort auch ihren Strom, ihren Wohlstand halten wollen. Aber wir müssen eine Strategie entwickeln, die ehrlich ist. Und ehrlich heißt Vorrang für den industriellen Sektor. Die brauchen das zuerst, der Stahl, der Zement, aber auch die Anwendungen in vielen Maschinenbaubereichen. Und eben erstmal nicht das Versprechen zu sagen, die E-Fuels im Pkw-Bereich sind, die dies als erstes brauchen. Das wird so nicht sein. Und zum Schluss möchte ich auch noch über ein Thema sprechen. Das wurde hier schon angesprochen, das ist das Thema Flugindustrie. Und da ist ja wieder die Frage der Umwandlung von Kraftstoffen in der Tat die Strategie für den Klimaschutz, die wir haben können. Aber auch da braucht es endlich mal Rahmenbedingungen, zum Beispiel eine Quote im Bereich der Fuels, die dafür sorgt, dass der ökologische Anteil sukzessive steigt, dass wir das auch europäisch erheben, dass wir weltweiten Markt draus machen, dass wir da wirklich Innovationen vorantreiben. Und dafür braucht es Industriepolitik. Dafür braucht Sie auch, Herr Altmaier. Also wir brauchen hier einen Schritt nach vorne. Und das, was Sie vorlegen, ist einfach zu wenig, insbesondere bei den erneuerbaren Energien. Also arbeiten Sie bitte nach. Vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier möchte ja, dass Deutschland die Nummer 1 in der Welt bei der Wasserstofftechnologie wird. Allerdings ist es bisher noch kaum möglich oder wird bisher noch kaum mit CO2-freundlichem Strom Wasserstoff aufbereitet. Andreas Lemmel jetzt von der Unionsfraktion. Haben wir schon festgestellt, dass der Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums Rekordhaushalt ist. Keiner konnte ahnen, dass wir in diesem Jahr diesen Rekord noch mal toppen und das Haushaltsvolumen noch mal deutlich ansteigt. Da aber dieser Anstieg des Haushaltsvolumens kreditfinanziert ist, das heißt also nicht reguläre Einnahmen entgegenstehen, ist es unsere Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen, über jeden Euro, den wir zusätzlich ausgeben, auch den Nachweis zu führen, dass er dringend notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch für den Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums gut nachweisbar, dass wir dieser Verantwortung nachkommen. Meine Damen und Herren, wenn das Wirtschaftsleben wochenlang außer Betrieb gewesen ist, wenn praktisch Unternehmen fast keinen oder wenig Umsatz generiert haben, wenn viele Millionen Menschen zumindest für die Kurzarbeit angemeldet worden sind, dann hat der Staat eben weniger Einnahmen und er hat aber viele Ausgaben. Und das muss wieder umgekehrt werden. Und um der Wirtschaft wieder eine Perspektive zu geben, Frau Heiduk, da brauchen wir kein Lieferkettengesetz. Und wir brauchen auch kein Verbandssanktionsrecht. Wir brauchen mehr Freiheit für die Unternehmer und nicht mehr Gängelung. Und wenn Sie das nicht verstehen können, dass im Moment der unpassendste Moment ist für solche Gesetze, dass wir jetzt ein Belastungsmoratorium brauchen, dass wir den Unternehmern klar sagen müssen, der Staat wird nichts tun, um Unternehmen jetzt in dieser Situation noch zu gängeln, ja, dann frage ich mich, wo Ihre Wirtschaftskompetenz wirklich bleibt. Also ich kann das nur sagen, wer jetzt sowas in Szene setzt, meine Damen und Herren, der hat, glaube ich, die Situation nicht verstanden. Und meine Damen und Herren, der Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums ist darauf ausgelegt, forschen,
entwickeln und investieren. Und das ist genau die Zielrichtung, die wir als CDU-CSU-Fraktion auch unterstützen. Der Kollege Jörg hat ja zum ZIM gesprochen, aber er hat gesagt, das wäre ein Corona-Hilfsprogramm. Also aus meiner Sicht ist ZIM kein Corona-Hilfsprogramm, sondern ZIM ist ein Programm, ein Hilfsprogramm für die Wirtschaft, um sozusagen neue Projekte in Gang zu setzen, um Zukunft zu gestalten. Das ZIM ist das Flaggschiff im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Kollege Jörg, dass wir alles tun werden, damit die Ausstattung für dieses Programm, dieses Programm ist nicht daran scheitert, dass zu wenig freie Mittel vorhanden sind. Ich denke, wenn man sich die Situation im Bundeswirtschaftsministerium anguckt, wir haben auf der einen Seite sehr viele Reste. Da muss erst mal nachgewiesen werden, ob wir die Reste wirklich für die Zwecke alle einsetzen können. Und deshalb glaube ich auch, dass wir im weiteren Haushaltsverfahren durchaus dazu kommen können, weitere Umschichtungen vorzunehmen. Es wird sehr viel Geld reingesteckt in die Raumfahrt, in die Luftfahrtforschungsprogramme, in die Mikroelektronik für den Fahrzeugbau. Aber ich möchte hier auch noch mal ganz deutlich sagen, das sind keine Programme alleine für Großunternehmen, sondern hier muss es eine ganz klare Verteilung geben, dass auch die kleinen und mittleren Unternehmen von diesen Programmen partizipieren können. Und darauf muss das Bundeswirtschaftsministerium in ihren Förderrichtlinien achten. Ja, und zur GAW, da hat auch Kollege Jörg schon was gesagt. Also es ist ja fast eine Verdoppelung in den letzten, also in diesem Jahr und mit den nächsten Jahresraten zu verzeichnen für die strukturschwachen Gebiete. Das ist eine sehr gute, das ist ein sehr guter Zug. Wir haben ja auch die Regularien für die GAW verändert zugunsten höherer Fördersätze. Und die Frau Blum ist ja jetzt nicht mehr da. Aber ich will nur einfach sagen, die Kollegen von der Linksfraktion, die verwechseln immer mal Ursache und Wirkung. Und warum wir in Ostdeutschland nach wie vor große Probleme in strukturschwachen Regionen haben, da müssen Sie mal nachdenken, was da vor dem 3. Oktober 1990 war. Dass Sie ein ruiniertes Land hinterlassen haben, dass das in 30 Jahren wieder aufgebaut werden müsste. Wir können stolz sein für das, was wir gemeinschaftlich hier geschaffen haben. Gucken Sie doch mal, lesen Sie doch mal den Bericht von dem Herrn Schürer. Der Herr Schürer hat sozusagen den Bankrott der SED, den Bankrott der DDR, lang und breit beschrieben. Und das sind die Ursachen für diese Probleme. Also gehen Sie mal in sich, gehen Sie mal in sich und denken Sie mal nach und erzählen den Leuten nicht so einen Unsinn. Ja, meine Damen und Herren, ein weiteres Feld für die Ankurbelung der Wirtschaft ist natürlich das Thema Außenwirtschaft. Im Bereich der Außenwirtschaft haben wir ja einige Programme, aber ich glaube, wir müssen ganz grundsätzlich über die Instrumente der Außenwirtschaft neu nachdenken oder nachschärfen. Ich glaube, da ist viel notwendig, um jetzt auch den Unternehmen wieder den Gang ins Ausland zu ermöglichen. Und schon deswegen Lieferkettengesetz, ich habe es vorher gesagt, völliger Unfug in der jetzigen Situation. Und ich muss auch noch mal sagen, da ich ja nun auch für Afrika immer sprechen muss, Herr Minister Altmaier, wir müssen die Maßnahmen für die Wirtschaftsentwicklung in Afrika bündeln. Wir müssen das noch besser verzahnen. Und die Konkurrenz zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung zusammenarbeiten, die muss endlich mal enden. Wir brauchen eine gemeinsame Strategie. Nur so sind aus meiner Sicht die Dinge zu lösen. Also wir sind positiv eingestellt zum Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums. Und wir werden in den nächsten Wochen die Verhandlungen führen und ich denke, wir werden ein gutes Ergebnis abliefern können. Vielen Dank. Andreas Lemmel hier auch in kurzer Auseinandersetzung mit der Linksfraktion. Nächster Redner ist live Erich Holm. Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie für die AfD-Fraktion. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Finanzminister zaubert die Milliarden nur so aus dem Hut, eine nach der anderen, leider nicht aus seinem eigenen. Und das ist das Problem. Er nimmt das Geld schon heute von den kommenden Generationen. Und das ist in diesem Ausmaß eine unverantwortliche Politik.
Und wir kritisieren nicht die Maßnahmen für unsere Unternehmen in der Corona-Krise. Das ist selbstverständlich, das muss sein. Wegen Ihrer unverhältnismäßigen Politik, kann man noch dazu sagen. Aber was Sie jetzt tun, Sie nutzen die Aushebelung der Schuldenbremse, um einen richtigen Schluck aus der Schuldenpulle zu nehmen. Und das werfen wir Ihnen vor. Sie haben eine regelrechte Subventionitis für allerlei sinnlose Projekte losgetreten. Und das wird uns Bürger noch teuer zu stehen kommen. Man sieht es auch im Wirtschaftsetat. Schauen Sie sich den Energiebereich an. Sie verdoppeln noch mal den Milliardenetat für Gebäudeeffizienz. Ist das sinnvoll? Nein. Nein, sagt auch der Verband der Wohnungswirtschaft. Wörtlich, momentan sanieren wir uns in Deutschland systematisch den preisgünstigen Wohnraum weg. Genau so ist es. Das führt zu steigenden Kauf- und Mietpreisen. Dann wird wieder nach einer schärferen Mietpreisbremse gerufen. Und was ist dann? So schlittern wir in den Sozialismus herein. Herr Minister, auch im Wirtschaftsbereich rutschen wir in die Planwirtschaft hinein. Und das 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, das muss uns doch allen zu denken geben. Für die Elektromobilität legen Sie auch noch mal kräftig drauf. Dabei weiß jeder, dass diese Technologie ein Rohrkrepierer sein wird. Zu teuer, zu geringe Reichweite und umweltfeindlich. Das kommt zusammen. Ein moderner Diesel ist auch in der CO2-Bilanz sauberer als ein Stromer. Was soll das also? Sie verschwenden unser hart erarbeitetes Geld für Ihren ideologischen Sonderweg. Das ist Steuerverschwendung in Reinkultur. Und ich bin froh, dass das auch mal ein Branchenvertreter anspricht. Gunnar Herrmann, der Ford-Deutschland-Chef, sagt, Technologieoffenheit sei nicht mehr gefragt. Wörtlich, hier wird mit Gewalt der Verbrennungsmotor ins Ausgedrängt. Das ist genau das, wovor die AfD warnt. Sie brechen das Rückgrat der deutschen Automobilindustrie und gefährden damit unseren Wohlstand. Und jetzt soll es Subventionen auch noch geben für die Zeitungsverlage. 200 Millionen Euro sind dafür eingeplant. Und das finde ich wirklich mehr als bedenklich. Ich kann ja wirklich verstehen, dass die SPD mit ihrer großen Medienholding da vielleicht Probleme sieht. Aber der Bundeshaushalt darf nicht zum Selbstbedienungsladen werden. Und wo bleibt die journalistische Unabhängigkeit? Dass eine solche Förderung zu noch mehr regierungstreuer Berichterstattung führen kann, liegt doch auf der Hand. Allein der Anschein aber ist gefährlich für unsere Demokratie. Wir brauchen nach dem staatsnahen Rundfunk nicht auch noch eine staatsnahe Presse. Die bessere Lösung hieße, weg mit der GEZ. Die Beiträge der Bürger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind schlicht zu hoch. Der GEZ-Funk erdrückt die Geschäftsmodelle der Privatanbieter. Das ist das Problem. Also Rundfunkbeiträge runter, damit die Zeitungsverlage mehr Luft zum Atmen haben. Liebe Kollegen, ich komme zum Schluss. Dieser Haushalt setzt absolut die falschen Anreize. Hilfe für unsere Unternehmen in der Corona- und Lockdown-Krise ist notwendig, aber die allgemeine Subventionitis machen wir nicht mit. Ich finde, dieser Haushalt hätte einen deutlich passenderen Namen verdient. Mein Vorschlag lautet das tolle Steuerverschwendungsgesetz. Herr Holm, ich wiederhole mich, aber es gilt, die Ankündigung zum Schluss zu kommen, ersetzt nicht den Schlusspunkt. War ja fast geschafft. Hier nochmal eine Ermahnung von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Ja, an dieser Stelle ist nochmal zu sagen, dass für die SPD öffentlich-rechtlicher Rundfunk natürlich nicht Staatsrundfunk bedeutet. Sabine Poschmann ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Satz sei mir gestattet an Herrn Lemmel. Wer gegen ein Lieferkettengesetz ist in diesem Haus, der ist auch gegen Menschenrechte. Und deshalb sprechen Sie doch bitte noch mal mit dem Herrn Dobrindt und klären das in Ihrer Union. Denn genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und ein Blick in den Koalitionsvertrag erleichtert die Sache vielleicht auch ungemein. So, im letzten Jahr haben wir hier diskutiert über den Haushalt. Und es gab einige, die gerne eine höhere Verschuldung für Investitionen wollten und andere wollten gerne eine steuerliche Entlastung für Unternehmen nach dem Gießkannenprinzip. Olaf Scholz und die SPD-Bundestagsfraktion haben das abgelehnt mit der Begründung, der Wirtschaft ging es damals gut und wir brauchen so eine Entlastung zu dieser Zeit nicht. Besser Rücklagen bilden und für schlechte Zeiten aufheben. Und dabei dachten wir natürlich eher an eine Rezession als Corona, was uns dann eingeholt hat. Jetzt sind wir froh, dass wir genau diesen Weg gegangen sind. Und Olaf Scholz hat sich wieder einmal als vorausschauender Stratege erwiesen.
hier nämlich jetzt schnell und entschlossen agieren, als es brannte. Jetzt kann der Wumms und die Bazooka nämlich ziehen. Mit den Soforthilfen, mit den Überbrückungshilfen, mit der Kurzarbeit und dem Konjunkturprogramm. Die Wirtschaft erholt sich, wenn auch langsam. Aber wir sehen doch, die Kurzarbeit geht sogar leicht zurück. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen für dieses Land. Aber nicht alle Branchen können aufatmen. Aufgrund von Beschränkungen sind weiterhin viele Branchen stark betroffen. Die Schausteller, die Veranstalter, die Messen und Reisebüros, Kneipiers, Hoteliers, Caterer und Clubbesitzer. Hier sollten wir erstens noch einmal drüber nachdenken, ob Verbote und stark begrenzte Besucherzahlen wesentlich sind oder ob es nicht Hygienekonzepte sind. Eine ganze Branche über so eine lange Zeit vom Netz zu nehmen, kann auf Dauer nicht funktionieren. Auch wenn Herr Söder gerne mal alleine zu Hause tanzt, meine Damen und Herren. Zweitens. Für diese Branche braucht es weitere Hilfen. 25 Milliarden Euro sind bereitgestellt. Das Parlament hat dieses Geld aber nicht bereitgestellt, damit es im Haushalt weiter schlummert, sondern das Geld soll natürlich tatsächlich bei den Unternehmen ankommen. Und bei der Umsetzung muss der Wirtschaftsminister Herr Altmaier noch mal einen Zacken zulegen. Die Maßnahmen sollen nämlich, dafür haben Sie wir sie ja angesetzt, vor Insolvenzen schützen und Arbeitsplätze sichern. Das ist richtig, dass die Überbrückungshilfen jetzt verlängert werden und vor allen Dingen angepasst werden. Dennoch sehe ich weiteren Handlungsbedarf. Unterstützung wird über Dezember hinaus gebraucht. Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Wir müssen mal aufhören, in 3 Monatsabschnitten zu denken. Und auch größere Unternehmen, größere Branchen, die jetzt länger draußen sind, brauchen Zuschüsse. Wir können sie nicht weiter nur mit Krediten in die Verschuldung treiben. Eine weiter anhaltende Durchstrecke halten sie nicht durch. Diese Branchen brauchen eine Perspektive. Und damit die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, komme ich zu einem weiteren Punkt. Es braucht starke Kommunen. Wir alle wissen, 2/3 aller öffentlichen Investitionen im Land sind von den Kommunen abhängig. Das bedeutet Aufträge für die heimische Wirtschaft und vor allen Dingen fürs Handwerk. Doch finanzschwache Kommunen laufen Gefahr, weiter abgehängt zu werden. Ich fordere daher weitere Unterstützung, zum Beispiel einen Altschuldenfonds. Wir brauchen starke Kommunen, nicht nur für Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, für Schulen, für Krankenhäuser, bezahltes Wohnen, für den öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir jetzt zusammenhalten, können wir in Zukunft meistern. Kollegin Poschumann, Sie können selbstverständlich weiterreden. Herzlichen Dank. Tun Sie aber auf Kosten Ihres Kollegen. Ich bin sonst immer sehr diskriminiert. Dr. Martin Neumann hat nun für die FDP-Fraktion das Wort. Martin Neumann ist energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Kollege Lindemann hat es gesagt, die Energiewende muss viel europäischer gedacht und vor allen Dingen auch gemacht werden. Der viel zu hohe Strompreis in Deutschland, der deutsche Alleingang in vielen Bereichen ist schädlich und nicht im Sinne des europäischen Grundgedankens. So bleiben wir nicht wettbewerbsfähig und gefährden Arbeitsplätze. Der vorliegende Entwurf zeigt mal wieder viel zu viel Flickschusterei. Herr Altmaier, es fällt tatsächlich schwer, die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen bezogen auf den Gesamtkontext der Energiewende zu verstehen. Ich kann Ihren Aufruf nach noch mehr falscher Energie- und Klimapolitik nicht mehr hören. Denn Investitionen, meine Damen und Herren, in neue Technologien brauchen Zeit. Deshalb brauchen wir keine jahresscharfen Sektorziele, wie Sie sie fordern, sondern marktwirtschaftliche Instrumente, die Investitionen ermöglichen, vor allem in kostengünstige Vermeidungstechnologien. Die Milliarden, die zur Begrenzung der EEG-Umlage ausgegeben werden, wären besser in der klassischen Energiesystemforschung aufgehoben. Stattdessen wird Geld in sogenannte Reallabore
gestecktere Nutzung und nachhaltige Wirkung viel, viel ernsthafter angepackt werden müsste. Wir finden aber nur eine nichtssagende Beschreibung ohne konkrete Zielsetzung, konkrete Zielnennung, wofür das Geld tatsächlich ausgegeben werden soll. Gleichzeitig steht im Haushaltsentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Kommunikation der Energiewende zur Stärkung des Bewusstseins für mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit führen soll. Ja, meine Damen und Herren, das Land braucht zielgerichtete Maßnahmen, die zu mehr Eigenverantwortung führen und keine Politik wie bisher. Liebe Bundesregierung, lieber Kollege Altmaier, lassen Sie die Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende mehr partizipieren, denn nur so kann sie erfolgreich sein. Wir brauchen erstens endlich ein marktwirtschaftliches System und Wettbewerb im Energiebereich zur Erreichung der Klimaziele für sichere Energieversorgung, Bezahlbarkeit und Akzeptanz. Zweitens eine europäische Kollege Energiewende. Kollege Neumann, ich weiß nicht, wie lang Ihre Aufzählung ist, aber Sie müssen zum Punkt kommen. Ich will noch zwei Punkte sagen. Eine europäische Energiewende, in der die deutsche Industrie wettbewerbsfähig bleibt, weniger Bürokratie und, meine Damen und Herren, mehr Mittel für Forschung und Entwicklung, umweltverträglicher und bezahlbarer Energieträger. Vielen Dank. Und auch diese Debatte neigt sich langsam dem Ende zu über den Etat des Bundes- und Wirtschaftsministeriums im Jahr 2021. Noch drei Redner haben wir auf der Liste. Hans-Jörg Durz spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Das bisschen Haushalt, das ist doch nicht so schwer. Das wusste schon ironisch ein Schlager aus den 70ern zu berichten. Und in der Tat ist das Gegenteil richtig. Der Haushalt des Wirtschaftsministeriums ist mehr, wir haben es gehört, mehr als 10 Milliarden Euro schwer. So schwer wie nie zuvor. Er ist um rund 3 Milliarden angewachsen im Vergleich zu vorherigen Planungen. Sollen wir nun getreu dem Schlager, dem Schöpfer für diesen Haushalt danken? Einerseits ja, andererseits ist dieser Haushalt auch das Resultat einer der schwersten Krisen der bundesrepublikanischen Wirtschaftsgeschichte. Aber nicht nur bei uns. Das Coronavirus ist Gift für die Weltwirtschaft. Und im Übrigen, weil das vorher erwähnt wurde, wir haben ja Beispiele in der Welt, wo nicht reagiert wurde, wo nur positiv in die Zukunft geblickt wurde und nicht auf das Virus reagiert wurde. Gerade wir als exportorientierte Wirtschaft spüren sehr deutlich die Auswirkungen eben der Weltwirtschaft. Ganze Lieferketten sind zusammengebrochen. In fast allen Branchen läuteten hierzulande auch die Alarmglocken. In manchen sind sie auch heute noch nicht verstummt. Ein Beispiel ist noch nicht so herausgestellt wurde, ist zum Beispiel die Tourismusbranche. Und trotz all den Bemühungen, unsere Unternehmen zu stützen, leiden viele eben auch über den Tag hinaus. Allein aus diesem Wirtschaftshaushalt werden erneut 2 Milliarden Euro in die Konjunktur- und Krisenbewältigung fließen. Doch jede Krise ist auch eine Chance. Und das drückt dieser Haushalt auch aus. Er ist nicht bloß ein Haushalt der Krisenbewältigung, er ist ein Chancenhaushalt und ein Innovationshaushalt in einem. Diese Bundesregierung, das zeigt dieser Einzelplan, muss sich eines nicht vorwerfen, dass sie die Chancen nicht anpackt. Und ein Beispiel ist Gaia-X. Dazu möchte ich ein großes Lob an unseren Wirtschaftsminister Peter Altmaier richten. Was haben manche Leute vor 2 Jahren noch geschmunzelt, als der Minister von einem Daten-Airbus geredet hat und sich für mehr Datensouveränität in Europa stark gemacht hat? Heute stehen in diesem Haushalt 88,5 Millionen Euro, die zu großen Teilen in das Cloud-Projekt Gaia-X fließen. Die Gründungsurkunde ist unterschrieben. Das Interesse bei den Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, ist riesengroß. Die ersten Anwendungen sind in Planung. Mittlerweile ist es ein deutsch-französisches Projekt. Dieses Projekt kann ein Meilenstein in der digitalpolitischen Geschichte dieses Landes und Europas werden und verdient unsere volle Unterstützung.
Doch wir unterstützen die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft noch viel mehr als nur mit einer 500 Millionen im Bereich digitale Agenda. Ob Investitionen in das Gigabit-Netz, Quantencomputing oder künstliche Intelligenz, über die Verteilung dieser Mittel aus dem Zukunftspaket auf die einzelnen Haushalte und Projekte werden wir in den kommenden Wochen noch genügend debattieren. Doch all diese Gelder sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und zur digitalen Souveränität Deutschlands und Europas. Zur digitalen Souveränität gehört übrigens auch die Entwicklung des Mobilfunkstandards der Zukunft. Deshalb sind eben schon Investitionsmittel in neue Technologien in diesem Haushalt entsprechend vorgesehen und gut investiertes Geld, wenn wir da beispielsweise an den Mobilfunkstandard 5G denken. Es ist die Politik der schwarzen Null, die Politik der soliden Finanzen, die Politik der Union, die sich in dieser Krise als Gold richtig erwiesen hat. Wer meint, Deutschland sei in der Corona-Krise von dem Politikkonzept der schwarzen Null abgewichen, der irrt. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das war schon immer die Maxime unserer nachhaltigen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Eine Abkehr von dieser Politik sind Forderungen, die sich vereinzelt im politischen Raum vernehmen lassen. Gegner der Schuldenbremse frohlocken, man müsse diese nun bis weit in das Jahrzehnt hinein aussetzen. Ich sage Ihnen, solche Pläne wird es mit der Union nicht geben. Ja, wir investieren gerade in der Krise in die Zukunft. Doch wir müssen auch aufpassen, dass die Zukunft der jungen Menschen nicht zu sehr mit einer Corona-Hypothek belastet wird. Deshalb brauchen wir eine schnelle Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung. Diese Krise bietet eine Chance, die Weichen für die Zukunft und für zukünftige Generationen richtig zu stellen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Timon Gremmels für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss zunächst auf Herrn Lemmel zurückkommen. Herr Lemmel, Sie haben sich hier hingestellt und haben gesagt, ein Lieferkettengesetz wäre eine Gängelung. Ich sage Ihnen für die SPD-Fraktion klar und deutlich, Menschenrechte sind für uns nicht verhandelbar. Das sagen wir ganz klar und deutlich. Erstens und zweitens, diese große Koalition geht zu Ende. Ja, das ist auch gut so, aber ich warte, dass die Union bis zum Schluss koalitionstreu und vertragstreu ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das erwarten wir klar und deutlich. Wir hatten ja in dieser Debatte, in dieser Haushaltswoche auch schon Herrn Dobrindt gehört. Der hat gesagt, Schulden seien kein Selbstzweck. Ich sage Ihnen für die SPD, die Schuldenbremse ist aber auch kein Selbstzweck. Wir müssen doch gucken, dass wir diesen vorsichtigen Aufschwung, den wir jetzt haben, nicht mit Sparorgien abwürgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen daraus einen nachhaltigen Aufschwung machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das geht nur, indem wir in den Mittelpunkt stellen, nämlich Investitionen in einen sozial-ökologischen Umbau, in eine sozial-ökologische Transformation unserer Industrie. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn wir wollen, dass Deutschland zukunftsfest aus der Corona-, aber auch aus der Klimakrise herauskommt. Und zwar zusammen mit den Unternehmen, mit den Selbstständigen und mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist unser Plan. So müssen wir es angehen. Und da gibt es Punkte auch in diesem Einzelplan nur 9, wo wir auf den richtigen Weg sind, wo wir aber noch mal auch nachlegen können. Das ist, dass wir ausreichende Mittel für die Energieforschung bereitstellen müssen. Ich sage das als jemand, in dessen Wahlkreis mit dem Fraunhofer Institut IDE die Leitwarte der Energiewende entsteht. Auch die brauchen dort Unterstützung, auch die brauchen Aufträge. Energieforschung ist eine ganz wichtige Säule für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein zweiter Punkt. Wir müssen gucken, dass die Maßnahmen, die wir im
Klimapaket festgelegt haben, die sich jetzt auszahlen, die wirken, auch nachhaltig im Haushalt abgesichert werden. Ja, wo wirken die denn, fragen Sie. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Sie sollten sich schon mal intensiver mit der Thematik beschäftigen, zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung. Wir haben in diesem Bereich ein Heizungsaustauschprogramm aufgelegt, wo bis zu 45% der Kosten gefördert werden, meine Damen und Herren. Und das kommt bei den Menschen an, weil diese Programme sehr gut abgerufen werden. Wir haben bei diesen Heizungsaustauschprogrammen eine dreifach höhere Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger als in den letzten Jahren. Das heißt, wir mussten Geld im Nachtrag bereitstellen und erhöhen, und wir müssen auch in Zukunft da mehr machen. Es zeigt, die Energiepolitik dieser Großen Koalition kommt im Gebäudebereich auch bei den Menschen an, und das ist auch gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die SPD steht für eine sozial gerechte Energiewende. Wir wollen die Einnahmen aus dem CO2-Preis, dass die nicht im Haushalt versickern, sondern wir wollen damit die EEG-Umlage langfristig auf null senken. Das ist eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet weniger Bürokratie, und ein günstiger Strompreis ist wichtig für Wärmepumpen, E-Mobilität, aber auch für den grünen Wasserstoff, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ich ja nicht nur Energiepolitiker bin, sondern auch im Wirtschaftsausschuss mich mit anderen wichtigen Themen beschäftige, möchte ich eines deutlich machen. Wir haben auch dort in diesem Bereich die Digitalisierung des Verlagswesens und die Verbreitung von Abonnentenzeitungen und Anzeigenblättern einen Haushaltstitel. Und bei aller Wichtigkeit der Digitalisierung der Verlagsindustrie, ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir sozusagen die Anzeigenblätter und die Abo-Zeitungen unterstützen. Die sind ein wichtiger Baustein für die Medienvielfalt, für den Meinungspluralismus. Und deswegen darf es nicht nur sein, dass die Digitalisierung unterstützt wird, sondern wir müssen auch gucken, dass wir die Austrägerinnen und Austräger und die Anzeigenblätter unterstützen. Sie dienen der Meinungsvielfalt in Deutschland, und dafür werden wir uns einsetzen. In diesem Sinne, Glück auf. Dankeschön. Soweit Timon Grommels von der SPD-Fraktion und der letzte Redner in der Debatte über den Etat des Wirtschafts- und Energieministeriums ist Andreas Mattfeld. Er sitzt für die Unionsfraktion im Haushaltsausschuss. Das Wort hat der Kollege Andreas Mattfeld für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war eine sehr laute Rede, Herr Gremmels. Gut. Durch die Corona-Maßnahmen, meine Damen und Herren, und das haben wir, glaube ich, in dieser Debatte mehr als genug gehört, stehen wir in Deutschland, steht die Weltwirtschaft, wie ich es aber auch in Friedenszeiten noch nie erlebt habe, unter einem immensen Druck. Und diesen Druck, ich glaube, das darf ich als Hauptberichterstatter sagen, den spürt man auch jetzt in dieser Debatte, den spürt man auch in den ganzen Haushaltsberatungen in diesen Tagen. Und meine Damen und Herren, die Steuerschätzung, die hat uns aufgezeigt, wie dramatisch sich die Lage entwickelt. Und für uns alle ist noch nicht absehbar, wie hoch der tatsächliche wirtschaftliche Schaden, aber infolgedessen auch der Schaden im sozialen Bereich, sich langfristig in unserem Land entwickeln wird. Und wir haben als Koalition, Oppositionsparteien haben da ja auch dankenswerterweise mitgemacht, nicht alle, wir haben mit dem Nachtragshaushalt auf die Krise sehr, sehr schnell reagiert, und wir werden mit dem Bundeshaushalt 2021 alles tun, um den Schaden für die Menschen in unserem Land so gering wie irgend möglich zu halten. Und meine Damen und Herren, wir haben mit dem Konjunkturpaket, mit den Instrumenten wie Kurzarbeitergeld, wie sofort, wie Überbrückungshilfen, den Einstieg des Bundes bei systemrelevanten Unternehmen, aber auch den Investitionspaketen bis jetzt viel abfedern können, um Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern und zu erhalten. Das ist temporär, davon bin ich zutiefst überzeugt, temporär notwendig gewesen. Jedoch wissen wir alle, dass diese schuldenfinanzierten Maßnahmen natürlich irgendwann endlich sind. Auch wir können Marktmechanismen eben nicht dauerhaft außer Kraft setzen. Und unser Land braucht auch positive Signale, damit durch eine wachsende Wirtschaft wieder mehr Steuereinnahmen erarbeitet werden. Alle unsere Milliarden, die werden aber verpuffen, wenn es uns nicht gelingt, parallel zur gesundheitlichen Bewältigung in der täglichen Berichterstattung im Bereich Corona verbal abzurüsten. Der Daueralarm, den wir erleben, der versetzt leider auch
Menschen in eine Dauerangst. Und mit Angst kann sich Wirtschaft nicht entfalten. Angst lähmt und Angst hemmt. Und mit Angst wird auch nicht konsumiert. Mit Angst wird schon gar nicht konsumiert. Und deshalb lassen Sie uns Vorsicht walten, ja. Lassen Sie uns aber bitte den Daueralarm abstellen. Und meine Bitte an die Medien, auch an einige Politiker. Lassen Sie uns bitte nicht stündlich über Neuinfektionen als Kennzahl berichten, sondern lassen Sie uns über die wohl relevanteste Kennzahl sprechen, nämlich diejenige, die Auskunft darüber gibt, in welch einer Anzahl unsere Krankenhäuser und Intensivstationen mit positiv getesteten Corona-Patienten belegt sind. Für mich ist dies die relevanteste Kennzahl, der relevanteste Gradmesser. Und der, das dürfen wir vielleicht auch einfach mal sagen, der ist nach wie vor in unserem Land äußerst beruhigend. Und meine Damen und Herren, der Wirtschaftsminister, der hat uns einen Entwurf über 10,13 Milliarden Euro vorgelegt, der, wie ich meine, mehr als zielgerichtet ist und der auf die derzeitige Situation eingeht. Er gibt positive Signale. Er kann enormes Wachstum mit Innovationssprüngen auslösen. Und hierfür herzlichen Dank, Herr Minister Altmaier. Der Entwurf, der richtet sich sehr, sehr stark auf Innovation und auf Investitionen in unsere Zukunft aus. Und wenn ich mir die starken Start-up-Programme anschaue, da bin ich sicher, dass damit gerade auch junge Menschen mit Ideen diese Chance nutzen werden, sich wirtschaftlich, vielleicht sogar als Unternehmer, erfolgreich einzubringen. Und meine Damen und Herren, die Umsetzung der Energiewende, der zieht sich wie ein roter Faden durch den Haushalt. Und wir als Union meinen, dass die Wasserstoffstrategie ein fundamentaler Baustein eben zur Umsetzung ist. Die Umstellung, gerade in der Schwerindustrie, von Kohle dann auf Wasserstoff, der kann deutlich, erheblich zu einer Reduktion von CO2 bei uns im Land beitragen, zum Beispiel auch in der Stahlproduktion. Und wir haben für Wasserstoff im Nachtragshaushalt des Energie- und Klimafonds 7 Milliarden Euro bereitgesetzt. Und wir setzen das in diesem Haushalt mit 1,7 Milliarden Euro weiterhin um. Und meine Damen und Herren, eine Branche geht es neben Veranstaltern, Solo-Selbstständigen ganz besonders schlecht. Das ist die Luftfahrtbranche. Die steht oder ich würde fast sagen, die liegt wegen der Corona-Krise praktisch am Boden. Damit wir aber in dieser Branche nach der Krise im Wettbewerb werden besser bestehen können, wollen wir auch in diesem Haushalt mit erheblichen Mitteln Starthilfe leisten, um die Flotte mit neuen, mit effizienteren Maschinen wieder startklar für die Zukunft zu machen. Und der gesamte Bereich der Luft- und Raumfahrtbranche, der erhält sage und schreibe 2,88 Milliarden Euro. Und dieser Haushalt, der muss auch Möglichkeiten geben, damit der Tourismus aus dem Ausland bei uns in Deutschland im kommenden Jahr wieder anzieht. Und deshalb kündige ich bereits heute an, dass wir die Deutsche Zentrale für Tourismus, die für Urlaub in Deutschland wirbt, mit zusätzlichen Mitteln ausstatten werden. Und wir werden in die maritime Zukunft unseres Landes genauso investieren wie in neue Mobilitätstechniken. Die Chancen der Globalisierung, die werden wir nicht nur bei internationalen Energiepartnerschaften suchen, sondern auch mit den Instrumenten unserer Auslandshandelskammern und der GTAI, dem Mittelstand, massiv beim Exportgeschäft unterstützen. Und dankbar bin ich auch, das darf ich abschließend vielleicht noch sagen, dass wir mit diesem Haushalt, mit der Schaffung eines Basisregisters für Unternehmensstammdaten, die Unternehmen von zahllosen Statistikpflichten entlasten. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, als Hauptberichterstatter freue ich mich jetzt schon, Herr Minister Altmaier, auf ganz spannende Haushaltsberatungen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der jetzt schon sehr, sehr gute Entwurf nach diesen Beratungen noch ein wenig besser aussehen wird. In diesem Sinne, herzlichen Dank Ihnen allen zusammen. Das war also die Debatte zum Haushaltsplan des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu dem Einzelplan.